und wünsche an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Heiko Behrendt. Ja, freue ich mich sehr, dass Heiko für uns heute Zeit gefunden hat und mit uns die Veranstaltung heute entsprechend hier bei uns macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt tatsächlich an den Heiko übergebe, müssen wir natürlich wie immer, Sie wissen das ja, einmal den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen, sondern vielmehr als ja, zu Schulungszwecken. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das wissen Sie ja. Gut, dann nochmal offiziell guten Morgen, Heiko. Wenn du soweit bist, dann übergebe ich gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Muss natürlich auch einen Ton anstellen. Ja. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Klicken sich ja fleißig die Leute ein. Kurze Frage, wie lange haben wir denn eigentlich geplant von der Zeit? Das, damit ich jetzt 2 Stunden. 2 Stunden, gut. Ich habe nämlich hier Kaffee und ich muss mal gucken, wie ich mir den einteile. Gut, okay. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eine Präsentation noch vorbereite, habe es aber dann doch nicht getan. Dachte, Mensch, habe ja auch eine Internetseite, da steht auch alles über mich drin. Also wenn ihr auf die Seite skypetrading.de geht, um mich vielleicht mal ein bisschen auch für die Leute vorzustellen, die mich noch nicht kennen. Es ist hier ein bisschen aufgegliedert, was nun, wie mein Werdegang so war, ganz kurz angerissen. Also ich bin, ich war in meinem früheren Leben, im Leben 1.0, war ich Zimmermann und habe da die Ausbildung genossen und habe dann irgendwann mal, ja, wie man so schön sagt, den Hammer an den Nagel gehangen und bin mit den ersten Erfahrungen 1998 mit der Telekom-Aktie, mit dem Handel in Berührung gekommen und seit 2001 handle ich für mich privat. Und habe das bis zum Jahr 2008 auch ausschließlich für mich gemacht, konnte vom Trading soweit ganz gut leben. Und es war dann aber irgendwann für mich relativ langweilig. Und ich habe sogar überlegt, ob ich meinen Beruf wieder wechsle, weil es für mich, ja, es klingt für den einen oder anderen Tradern vielleicht eher unglaubwürdig, aber es war wirklich so, ich habe immer den sozialen Kontakt und ich brauchte irgendwie was um mich drum herum, Mitarbeiter, Kollegen und es war am Anfang natürlich schön, dass man halt tun und lassen kann, was man wollte, aber dann nach 7, 8 Jahren Trading war es dann irgendwie recht langweilig geworden. Ich habe gutes Geld verdient, aber Geld ist nicht so mein Hauptmotivator und durch Zufall kam dann Gottmut Trader zu mir und haben dann gesagt, hier, schreib doch mal bei uns was auf der Seite und daraus ist dann das entstanden, dass ich mehr und mehr in die Öffentlichkeit gerückt bin, habe dann angefangen, einen Trading-Service zu führen seit 2010, den sogenannten High-Speed-Day-Trader. Das war der erste Live-Trading-Room oder Live-Trading-Premium-Service, wo man mir 4-mal die Woche beim Live-Handeln zuschauen konnte und ich habe halt dort sehr viel von meinem Trading-Stil tagtäglich dann gezeigt. Mir ging es vor allem darum, im kurzfristigen Trading-Stil, den ich innehabe oder den ich nutze, ist es so, man kann das schlecht beschreiben und erklären, man muss es einfach sehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache sowas, wenn dann nur per Webinar-Software, so wie ihr euch jetzt auch hier gerade reingeklickt habt und mir gerade zuschaut, dass einfach ihr so ein bisschen wisst, wer ich halt bin, ja. Und und dieser Service mit mir live zu handeln, macht halt nur so, wie ihr jetzt hier auch drin seid, in dem Webinar nur Sinn, ja. So, und deswegen versuche ich heute auch mit euch hier live am Markt zu handeln, so ein bisschen ein paar Tipps, Tricks zu geben, wie ich mit dem Sale Trader 2.0, den ich ja mit dem Dirk Hilger weiterentwickelt habe,
wie man den, wie ich den einsetze. Vielleicht nutzt ihr den ja auch, aber halt etwas anders oder kommt vielleicht auch mit der neuen Funktionalitäten, mit den neuen Funktionalitäten noch gar nicht so klar. Du wisst doch gar nicht, wie man die einsetzen kann, welche Möglichkeiten. Also das soll so ein bisschen so heute so das Thema sein. Also erstmal, dass ihr mich auch kennenlernt. Ja, und wie gesagt, über den Stereo Trader und die neuen Funktionalitäten, die es jetzt in dem Stereo Trader 2.0 gibt, habe ich ja auch so eine kleine Seite. Die wird auch noch erweitert. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Das heißt, ihr seht jetzt hier, was für neue Funktionalitäten mit drinne sind. Und die sind ja auch nochmal beschrieben. Und dann habt ihr hier nochmal auch die Partner vom Stereo Trader und hier nochmal zwei Videos, wo ihr den Stereo Trader auch nochmal in Action seht. Und ich habe mit dem Dirk auch mal so ein extra Webinar gemacht, wo ich dann nochmal das Scalper-Terminal, die Mini-Statistik und auch die Trade-Anzeige dann nochmal so darlege. Also wer das gerne machen möchte, kann ja hier mal draufklicken. Und ja, klar, wenn ihr noch kein Kunde bei FXFit seid, dann einfach hier Live-Konto oder Demo-Konto am besten über den Link eröffnen. Würde mich natürlich dann entsprechend sehr freuen. Ja. Gut, ja, kopiere mal den Link hier in den Chat rein, da habt ihr zumindest mal meine Seite. Ja. Gerade kommt noch eine Frage, also wie gesagt, nutzt die Zeit auch, um mich kennenzulernen. Also, wo kann man die DVD kaufen? Die DVD gibt es nicht mehr, die ist ausverkauft, die wird nicht mehr produziert. Aber es wird dem Mitschnitt, wenn ihr ein bisschen meiner Person folgt, vor allem hier in diesem kostenfreien Stream, da schreibe ich tagtäglich mit den Leuten und da könnt ihr mir ruhig auch folgen. Machen hier 5.500 Leute und da diskutiert ihr so ein bisschen über die Märkte und da werdet ihr dann auch sehen, wann dieser Mitschnitt, also wir haben das abgedatet auf den neuen, ja, sozusagen neues Medium, nämlich, dass man sich das online als Webinar dann auch runterladen kann. Also die DVD ist ja ein bisschen veraltet. Und das könnt ihr dann erwerben. Das kommt noch so ein bisschen hinzu. Also die DVD, wie gesagt, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja, also ich bin mir nicht sicher, aber die DVD ist auch alt. Also wenn ihr ganz ehrlich, ich würde die DVD nicht mehr empfehlen. Sie ist einfach zu alt. Ja, und die Märkte haben sich in den letzten, die DVD habe ich, weiß gar nicht, 2012 gemacht. Ja, es sind 6 Jahre vergangen und da wird es dann auch Zeit, mal sowas abzudaten. Also wie gesagt, wenn ihr die DVD seht und sie ist noch irgendwo käuflich, erwerblich, die gab es mal eine Zeit lang bei Amazon. Da ist sie aber, glaube ich, mittlerweile raus und einfach nicht mehr nehmen. Ja. Okay, so, dann ich denke mal, das ist genug an Vorstellungen. Wir haben ja 2 Stunden Zeit und ich möchte als nächstes so ein bisschen mal zeigen, wie mein Trading-Stil ist, so ein bisschen was über meinen Trading-Stil erzählen. So ein bisschen über mein Trading Desk vor allem auch reden und natürlich auch zu schauen, ob wir da ein paar Live-Trades machen. Wie gesagt, ich mache in regelmäßigen Abständen Live-Trades und jetzt gehen wir mal rüber auf mein Desk. Ich hole euch den mal hierher. So sieht ungefähr mein Trading Desk aus. Normalerweise habe ich auf der rechten Seite, das kennt ihr vielleicht auch von meinem YouTube-Channel, vielleicht der ein oder andere, also ich bin auch bei YouTube vertreten. Und kann jetzt da vielleicht dann ja auch eine neue Playlist FX Live FX Flat Live Trading sozusagen dann eröffnen. Ja, wie gesagt, also ich das ist ja sicherlich auch bekannt. Ich bin bei unterschiedlichsten Brokern als Referent tätig und wie gesagt jetzt der FX Flat natürlich als Partner vom Stereo Trader möchte ich auch gerne zeigen, wie ich den mit dem Dirk Hilger das hier entwickelt habe und warum ich das gemacht habe. Das ist so ein bisschen auch so, der Zweck auch dieser Veranstaltung hier einfach. Ja. Gut, ja, so sieht mein Trading Desk aus und ich zeichne mal ganz kurz ein, wie der aufgebaut ist. Falls der ein oder andere jetzt hier gerade wie das Schwein ins Uhrwerk reinguckt und nicht weiß, was da jetzt nun Phase ist. Also, für mich wichtig immer sind der Bereich, den ich jetzt hier markiere mit Rot, ja, oder ein bisschen stärker. Ich mache mal ein bisschen stärker. Es wird jetzt ein bisschen. So, das hier sind die Einzelaktien im DAX gewichtet. Als erstes SAP, dann kommt die Siemens, dann kommt hier die Bayer-Aktie,
Die BASF-Aktie, die Allianz-Aktie und die Daimler-Aktie. Die Daimler-Aktie als solches symbolisiert dann noch den ganzen gesamten Autosektor. Das heißt, meistens laufen die Autos relativ parallel und die Autos als solches sind ja schon sehr stark im DAX gewichtet. Deswegen hängen wir ja auch so hinten dran. Und für mich ist das wichtig, einfach hier um zu schauen, wie die Einzelwerte laufen. Also das heißt, wenn ich sehe, dass das als Beispiel, wenn ich hier sehe, dass drei Werte nach oben gehen, ja, und paar nach unten gehen, ja, dann kann ja hinten raus im DAX nur eine Seitwärtsbewegung fast nur rauskommen. Ja, also das, was wir hier so zwischendrin gesehen haben. Dann habe ich hier im nächsten Feld den DAX mit Unterschied, ups, machen wir es ein bisschen anders, den DAX mit unterschiedlichen Zeiteinheiten. Ich habe es jetzt hier mal grob gemacht. Also einmal der 30-Minuten-Chart und darunter der 5-Minuten-Chart und hier drinne dann der entsprechende ganz rechts der 1-Minuten-Chart mit dem Stereo-Trader drinne, aus dem ich dann halt heraus dann handle. Normalerweise seht ihr das hier nicht alles auf dem Desk. Normalerweise sieht es bei mir so aus, dass ich das immer so rübergeschoben habe und hier auf der rechten Seite wären dann noch FDAX-Daten. Die FDAX-Daten ist aber so, dass ich die zurzeit nicht habe und von daher also es gab Probleme bei meinem Account und das dauert jetzt gerade alles ein bisschen mit der ganzen Umschichterei. Auf alle Fälle habe ich jetzt aktuell gerade keine Realtime-Future-Daten, von daher muss ich ohne auskommen. Warum Future-Daten? Ich nutze seit dem Jahr 2004 das Orderbuch und das, was jetzt eigentlich jetzt erst bei vielen Tradern so hip ist, das nutze ich schon relativ lange und das gibt mir hier und da noch mal einen Hinweis. Ja. Ich kann aber auch ohne den ganzen Quark das handeln, weil ich es einfach lang genug schon gesehen habe. Dann, also wie gesagt, wenn man eine gewisse Sache lang genug sieht, dann braucht man jetzt nicht, dann kann man das mit der eigenen Vorstellungskraft ahnen, wie das aussieht. Ja. Genau. Ja, also das so mein Aufbau meines Desktops. Ganz wichtig für mich sind Uhrzeiten. Also das heißt hier oben die Uhrzeit für mich unerlässlich, 10:12 Uhr. Also dass man einmal sieht, wie spät Zeit ist, weil ich sehr genau auf die Minuten und auch auf die 5-Minuten-Kerzen gucke. Im 5-Minuten-Chart habe ich hier noch einen Timer drinne, der mir zeigt, wie lange die 5-Minuten-Kerze noch geht. Das ist für mich auch sehr wichtig, damit ich einfach sehe, okay, ich muss jetzt in der 5-Minuten-Kerze, steige ich lieber am Ende der 5-Minuten-Kerze ein, wie am Anfang einer 5-Minuten-Kerze. Dann seht ihr noch hier einen Indikator, der nennt sich M-Candles. Wen das interessiert, kann ich den Link noch reinstellen. Es gibt ein gewisses Setup, was auch demnächst mal als Add-on, wenn wir dann mal Zeit finden, also der Dirk und ich, denn dass wir uns da dieses Mal widmen, ein sogenanntes Box-Setup, was ich handle. Und dafür brauche ich den 1- und den 5-Minuten-Chart. Ja, ansonsten ist mein Handelsstil ja recht klassisch ausgeprägt. Also ich komme aus der ganz klassischen, fast wahrscheinlich wie jeder, Charttechnik-Ecke, Markttechnik-Ecke, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass alles für mich nicht wirklich funktioniert. Im kurzfristigen Bereich, dass es sehr, sehr viele Fehlsignale gibt, egal ob ich Trendhandel, Rangehandel, was auch immer für einen Handel mache. Es gibt per se im kurzfristigen Handel, also im 1- und 5-Minuten-Chart-Trading, viele, viele Fehlsignale. Und es liegt einfach daran, dass ich hier in diesen kleinen Zeitfenstern, also hier im 1-Minuten-Chart vor allem, halt alle Akteure aufeinandertreffen. Also das heißt, ich sehe detailliert, wenn ja, Meyer Müller Schulz drei Kontrakte hier kauft, dann geht der DAX halt 3 Punkte hoch oder 2 Punkte hoch. Und wenn aber ein Großer dann dagegen gleich wieder verkauft, dann kann der Markt halt 20 Punkte runterfallen, wie auch immer. Für mich hat dann, war ich dann auf der Suche, nicht die Bewegung zu erklären, was hinter der Kerze steht. Und je mehr man sich dann damit befasst, dann streift man so Sachen wie Market Profile, Code-Daten, wo denn Akteure hinterlegt werden, große Player, kleine Player und versucht sich da reinzufuchsen. Und das habe ich in den letzten Jahren also ja, immer weiter vertieft. Und mittlerweile habe ich einen reinen akteursbezogenen Ansatz. Das heißt, ich versuche immer zu sehen, wer gerade wie im Markt positioniert ist. Und das ist auch das, was ich
als Ansatz heute viel Schule und auch stets und ständig in meinen Live-Tradings dann versuche umzusetzen. Ja. Genau. Gut, dann gab es gerade eine Frage, warum ich im Ein-Minuten-Chart handle. Weiß jetzt nicht, ob es wirklich auf die Zeitebene bezogen ist oder warum jetzt direkt Ein-Minuten-Chart. Also das ist nun mal jetzt rein von der Zeit her die kleinste Zeiteinheit. Ich selber komme vom Stundenchart, habe früher im Stundenchart gehandelt, habe gemerkt, dass das überhaupt nichts ist. Die Haltedauer ist für mich ein ganz großes Problem. Also vom Typ her bin ich einfach nicht der Typ, der halt lange halten kann. Ich brauche da so ein bisschen Action im Markt und ja, von daher bin ich schon eher der Typ, der gerne schnell wissen will, ob ich richtig oder verkehrt liege. Und von daher habe ich mich dann oder habe gemerkt, dass ich mich im kurzfristigen Preisbereich oder Zeitrahmen sehr gut fühle. Ja. Ja. So, gut. Jetzt haben wir hier sogar so ein Box-Setup, wie ich das nenne. Es werden sicherlich jetzt hier und da immer mal Fragen aufkommen. Das ist jetzt kein so ganz so schönes Box-Setup, aber es wäre hier eins, welches durchaus Relevanz bekommen könnte. Und schauen wir mal, ob das durchgeht. Das im Idealziel, wie gesagt, das ist ja kein schönes. Es gibt an der Börse ja immer mustergültige Setups und es gibt halt welche, die nicht ganz so gut aussehen. Das ist technisch gesehen okay. Ob sich es jetzt so durchsetzt, müssen wir mal sehen. Ziel von diesen nächsten 5 Minuten wäre, dass der DAX bis 11.930 nach oben geht. Das wäre das Ziel dieses Trades, wenn das passiert. Und das wäre das Box-Setup. Ich habe es jetzt nicht getradet. Von der Positionsgröße, ich handle jetzt hier zwischen 1 bis 15 CFDs. Ob das jetzt viel oder wenig ist, das muss jeder für sich in seinem Konto machen. Für mich ist so ein typisches Konto, also ich handle gerne mit 15 CFDs im DAX. Zurzeit kann auch höher sein, kann auch an manchen Tagen geringer sein. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann fange ich meistens zwischen 1 bis 5. Ja, wenn ich eine gute Meinung habe, wenn ich eine hohe Vola erwarte, wenn ich auf eine schnelle Bewegung setze, dann gehe ich auch gerne hoch bis 15 oder auch mal bis 25. Also das soll jetzt nur, dass er meine persönliche Positionsgröße dort kennt, mit der ich gerne, also mit der ich auch im privaten Bereich so rumhandle. Ja. Es ist ja für einen privaten Trader jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aufgrund der ESMA-Regelung da mit dem Hebel 1 zu 20, dann auch mit 25 CFDs zu handeln, aber man sollte entsprechendes Kapital dann schon auch auf dem Konto haben oder in der Hinterhand haben. Für mich ist es gut. Ich bin eingestuft als Professional bei den meisten Brokern aus dem einfachen Grund, weil ich ja auch hier das Wissen weitervermittle und damit die Rahmenbedingungen erfülle und da dann auch diesen höheren Hebel nutzen kann. Also Vorteil ist einfach nur für mich, dass ich das Geld aufs Konto des Brokers nicht hinüberweisen muss. Ja. Ansonsten müsste man es halt hinüberweisen. Gut. Also, wann geht das Box-Setup nicht auf? Wie gesagt, ist jetzt kein schönes und kein sauberes. Sobald der Markt hier unter die 11.909 fällt, dann wäre das Teil Geschichte. Ja. Gut, okay. Wir gucken jetzt mal, was wir hier sehen. Ich mache mal den 5-Minuten-Chart gerade ein bisschen größer. Was wir hier ganz klar sehen, jetzt von der Technik her ist, wir sehen, dass wir eine Abwärtsbewegung haben im Markt und die ist recht klassisch. Wir haben zudem in der Kasse, ja, also hier links, die Top-Werte sehen wir auch mit der SAP und hier vor allem mit der BASF sehr gut einen Abwärtstrend. Auch die Siemens ist im Abwärtstrend drinne, die Allianz und die Daimler so ein bisschen seitwärts. Von daher, was ist daraus meine Schlussfolgerung? Dass der Markt hier auch wieder nach diesen Tiefs immer nach oben wieder gehen kann. Also ich achte hier darauf, dass der Markt hier durch das Tief zwar durchgeht, aber gehe immer davon aus, dass im besten Falle wir jetzt nicht direkt komplett nach unten durchgehen, sondern immer erstmal wieder auch ein bisschen Rücksetzer sehen. Die Rücksetzer können bis knapp an das letzte hochgehen und solange die Struktur jetzt so ist, wäre dann der Markt jetzt mit 11.100, wäre das dann das Ziel. Ja. Von daher gehe ich an dem Tief nicht short aktuell, sondern vom Trading-Ansatz her, solange der Markt so ist, wie er ist. Und wir können auch ja die Zeit für Fragen nutzen. Gibt es für mich nur also meine Möglichkeiten jetzt um so ein bisschen das Trading, damit ihr seht auch, worauf ich so ein bisschen schaue. Also Variante 1 ist hier antizyklische Long Trades zu suchen innerhalb der Korrektur.
Variante 2 ist dann hier Short Trade zu suchen hier oben. Was ich halt, wie gesagt, nicht handle, ist hier einen Short hier unten handle ich nicht. Also das ist da, ich mache da mal ein X durch, das ist, kommt für mich aktuell nicht in Frage. Halt. So, also hier ist ein X durch, das handle ich nicht. Also das sind die beiden Möglichkeiten, derer ich, was ich mir nutzen würde. Genauso auch, was ich vermeide aktuell, ist es, zu hoch long zu gehen. Also das heißt, wenn der Markt vom Tief aus weit gelaufen ist, hier oben in long würde ich niemals, also in der Situation, bei diesen Akteuren nicht machen. Ja, und von daher fällt das ja auch weg. So, das sind die beiden Sachen. Also entweder ganz klassisch gesagt, tief kaufen, hoch verkaufen. Das ist aktuell, Mensch, komm her, mach mal blauen Strich. So. Tief kaufen, hoch verkaufen, aber nicht hoch kaufen und auch nicht tief verkaufen. Das sind die, also das heißt, die prozyklischen Setups, die handle ich zurzeit nicht. Ja, wenn der Markt jetzt hier durchfällt, das darf er durchaus tun, wäre mir auch Schnuppe, ob er es macht oder nicht macht. Wie gesagt, ich würde jetzt hier eher die Long-Seite suchen. Wie mache ich das? Ich fange jetzt an, eine Position hier aufzubauen und nutze hier sehr, sehr gerne für den Stereo-Trader diese entsprechenden Shortcuts. Das heißt, ich ziehe mir hier einfach einen Preisbereich hin, drücke die Steuerungstaste. Quatsch. Das Krasse ist, immer wenn ich im Webinar bin, vergesse ich immer diese Shortcuts, ne? Also das ist echt krass, ne? So. Also hier jetzt, also ich gehe, das heißt, wenn ihr die Steuerungstaste drückt und ihr drückt hier relativ weit unten die Limit rein, also ihr geht hier auf das Limit kaufen, drückt die Steuerungstaste und drückt dann bestätigen, dann macht er so ein sogenanntes Grid auf. Ja, so, und ich versuche hier positionstechnisch mich in eine Position reinzubringen. Also ich zeige euch mal, was jetzt so meine Gedankengänge sind, also ohne dass ich es natürlich weiß. Also wir sehen jetzt hier, ich halte das mal kurz an, wir sehen zwar noch immer, dass der Markt hier und da abwärts ist, also hier abwärts, da abwärts, hier horizontal, hier sind wir noch über dem letzten Tief drüber. Wie gesagt, das ist mehr zu Demonstrationszwecken. Also mein Ziel ist es hier, zu gucken, dass wir hier eine Long Trade aufbauen. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gezeigt, tief long. Wenn es natürlich nicht aufgeht, dann werde ich hier unten ausgestoppt. Das ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Ich habe einen Trade von 2, 3, 4 CFDs, die ich aufbaue. Wenn ich ausgestoppt wäre, ist okay. Läuft der Markt hier hoch, ich mache mal hier blau, läuft der Markt hier hoch mit meiner Long-Position, dann gehe ich hier im Rücklauf dann raus. Das heißt, hier sind dann die Exits. Und wie gesagt, das wäre jetzt mein Ziel, dass ich hier unten in der möglichen Stabilisierung aufbaue. Ja, das läuft ja. So, jetzt habe ich natürlich jetzt nur zwei drinne. Das heißt, wie gesagt, das Setup als solches, ich habe das ja vorhin gezeigt, also nur Tieflong, also antizyklisch Long zu handeln, mitzugehen. Und jetzt habe ich nur zwei von maximal 15 drinne. Ist für mich aber auch okay. Ne? Ich muss jetzt da nicht groß, also wenn die Unterstützung nicht hält, habe ich ein Problem. So, jetzt gucken wir mal, wie die Eindeckungen hier laufen. Das heißt, ich tue jetzt den ersten schon rausstellen und nutze dann auch, was ja ein total cooles Setup ist ja vom Dirk, die Limit Pullback. Das heißt, die Limit Sell wird hier getriggert und wir sind dann entsprechend hier dabei. Also der Trade läuft hier schon mal ganz gut los. Ja, und jetzt nimmt er mich hier ein bisschen mit. Der Abstand ist sehr gering, den müsste ich jetzt mal noch ändern. Also die Limit Pullback Order könnt ihr ja im Terminal einstellen. Hier mit einem Punkt. Ich würde jetzt mal auf 2,3 Punkte, also nur aus der Lameng, gehen. Ja, das ja, so. Ja, das war der erste Trade bis jetzt. Wir gucken mal, wie der Rücklauf ist. Wir lassen uns im Rücklauf ausstoppen. Das heißt, ich ziehe hier den Stop-Loss nach oben. Und das Schöne jetzt im Stereo Trader 2.0, wenn ihr diese Trade-BE-Linie angeklickt habt, ja, dann seht ihr, wo euer Trade plus minus null wäre. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Information für mich, dass ich stets und ständig, ohne groß hin und her zu klicken, dann halt diesen Trade halt machen kann. Ja. So, wenn der Markt jetzt hier noch schnell wird, das heißt, wir sehen Eindeckungen. Was heißt Eindeckungen? Die offenen Short-Positionen werden jetzt geschlossen, wenn das passiert. Und der Markt noch ein bisschen blippt, also ein bisschen flippt auf der Oberseite oder ploppt, wie ich so schön sage, dann würde ich diesen Trailing-Stop, diesen Sofort-Trailing-Stop anschalten und versuchen, noch ein paar Punkte mehr mitzunehmen. Manchmal ist der Plopp auf der Oberseite so schnell, dass man wirklich da recht gut was erwischt. Wenn er halt nicht kommt, dann gehe ich jetzt im Rücklauf raus. Und dann schauen wir uns mal die neue Kerze an.
Gut, das war jetzt mal das erste Stocken im Markt. Wie gesagt, hier kann jetzt auch ein prozyklischer Short reinkommen. Und ja, das war jetzt eine kleine Position, ne? Wir sind jetzt raus aus dem Trade und wir sehen jetzt hier diese Stabilisierung hier unten geht weiter. Das ist ein ziemlicher Krampf. War ja heute schon der ganzen Tag so ein Krampf gewesen. Ja, und das heißt, ich würde jetzt hier unten dann wieder gucken, wie fällt der Markt jetzt hier in den 11.915er Bereich rein? Wie geht der Markt nach oben? So, und vorhin hatte ich schon mal eine Frage gesehen, ob man sich das auch anzeigen lassen kann im neuen MetaTrader, also im StereoTrader meine ich, könnt ihr hier diese Trades anzeigen lassen. Das heißt, ihr macht einmal dieses Bedienpanel auf und dann habt ihr nochmal ein zweites Panel, dieses Statistikpanel. Da findet ihr hier alles, alles drinne in diesem Statistikpanel, wie viel ihr jetzt verdient habt, Rendite, durchschnittlicher Gewinn, Verlust, das ganze Gedöns und ihr könnt hier auf Trades gehen und dann wird die Trades angezeigt. Ihr seht hier, ich habe heute schon ein paar mehr Trades gemacht. Das liegt aber daran, weil ich noch ein bisschen rumgetestet habe. Ich habe vorhin hier noch was eingestellt und ja, also das sind jetzt hier die Trades, die ich heute schon hier vorhin mal so gemacht habe, testweise geguckt, ob alles funktioniert. So, das ist jetzt der letzte Trade, den wir jetzt hier live im Webinar gemacht haben. Ja, einmal oben relativ gut raus und unten bisschen schlecht raus. Doch, da fällt mir gerade ein, ich habe in meinem 5-Minuten-Chart noch was vergessen, was ich ja gerne einstelle. Da komme ich gleich dazu. Gibt es Fragen so zum Stil, zum Ansatz, zur Sichtweise, dann immer her damit, dann beantworte ich die hier gerne live. Ja. Gut, okay, also bis jetzt kam noch nichts, genau. Gut, jo, also wir gucken mal, also ich baue jetzt die erste Position wieder auf, der Markt ist in die Tiefs hineingefallen. Ich versuche hier immer per Limit reinzukommen. Warum? Ich möchte gerne so tief wie möglich rein. Das Schöne ist ja, der Stereo Trader hat ja die Limit Pullback. Wenn der Markt mal durchfällt, also ich bin auch immer der Trader, den es mich dann ausstoppt, wenn denn die Range dann mal nicht mehr hält. Ja, das ist nun mal normal. Und da ist dann mir wichtig, dass ich hier entsprechend nicht zu hoch positioniert bin. Aber so wie vorhin, wenn denn der Markt halt läuft, dann versuche ich mich da halt rein zu grooven. Ja, also mit vielen Positionen. Und wenn man jetzt da auch Trader halt hat, so wir haben jetzt so drei CFDs drin, ich gehe jetzt so hoch bis auf vier oder drei, reicht mir eigentlich. Ja, also wie gesagt, ich handle bis zu 15, weiß aber jetzt hier in der Range, muss ich nicht einen großen Max machen, gucke, dass ich in den Markt reinkomme, ist jetzt auch ein Level, was jetzt nicht megamäßig interessant ist. Ja, da gibt es andere Stellen, denn später vielleicht mal im Trading, wo man sagen kann, jetzt Attacke, weil jetzt sehe ich gerade große Action, große Käufer, große Verkäufer. Ja, das ist hier so, ich nenne das auch so ein bisschen Schrotflinten-Trading. Also man legt halt einfach seine Limits rein in den Markt. Hab das auch bei den NFPs ja gezeigt. Jetzt kommt wieder die Eindeckung, können wir den ersten direkt mal rausnehmen. Ja, und so scalpe ich mich dann halt hier in den Markt hinein. Und ja, es läuft eigentlich jetzt ganz gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch das letzte Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze hier rausnehmen können. Ich muss mal die Farbe hier noch ändern. So. Also das wäre jetzt natürlich sehr schön, wenn wir hier das noch durchnehmen. Hier unten seht ihr den 5-Minuten-Chart, da habe ich das ja schon vorgezeichnet. Also das heißt, damit ihr einfach meine Gedanken visualisiert seht. Und ich hatte das ja erklärt, dass ich unten die Longs suche, oben die Shorts. Frage ist natürlich nur, wie weit geht es halt nach oben? Und so klimper ich mich dann halt durch den Markt. Wenn das so ist, an anderen Tagen, wo es halt schnell ist, da gehe ich dann auch, bin ich dann auch aggressiv und aufs Gaspedal. Also man kann das vergleichen vielleicht so ein bisschen, dass wir jetzt ja gerade Stadtverkehr haben, Stop and Go, Stop and Go. Ja, und wenn es auf die Autobahn geht, ja, da gibt man ja auch Gas und fährt auf der Autobahn nicht 50 und da haue ich dann auch die Positionsgröße richtig hoch. Ja.
Off-Topic, warum bin ich eine Stunde voraus? Weil ich die Zukunft sehen kann. Nein, das liegt natürlich an der Zeiteinstellung hier von FX Flat. Also hier oben links seht ihr die echte Zeit. Also wir haben 10:30 Uhr. Ja. So, okay. Neue 5-Minuten-Kerze. Ihr seht, wir haben sehr viele unten, sehr viele Lunden. Und jetzt gucken wir mal, ob oben der Plop kommt. Also ich würde mich hier nochmal einmal reinstellen per Limit Cell. Und ja, mal gucken, was jetzt geht. Ansonsten im Rücklauf dann wieder raus. Normalerweise müsste fast zwei jetzt rausgehen. Wenn er jetzt zurückkommt, verschenke ich relativ viel. Ja, ich versuche mal ein bisschen auszureizen, mal gucken, ob was kommt. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier die Kasse sehr, sehr seitwärts, sehr stabil. Schön wäre natürlich, wenn hier die SAP-Aktie mal ihren Boden gefunden hat. Und so wie gestern, ich mache mal hier die SAP-Aktie groß. Ja, wenn die jetzt so wie gestern hier nochmal jetzt eine Attacke nimmt, ja, das ist die SAP-Aktie von gestern, wenn die jetzt mal hier so ein bisschen kommen, ja, dann kann der DAX sowieso nicht fallen und dann kriegt man vielleicht ja nochmal einen Ticken mehr. So, der Sales Stop hier wurde aktiviert. Also ich bin jetzt mit dem zweiten CFD auch auf der 27 raus, ne? Und so klimpern wir uns dann halt in den Markt rein. Kommt der Plop, dann aktiviere ich diesen Trailing Stop und gucke, dass ich in der langen Kerze mitkomme. Wenn die Kerze natürlich noch ein bisschen zurückkommt, bin ich raus. Wenn es dann weitergeht, ist auch okay. Ja, ich teile den Markt ja gerne in Ranges ein. Das heißt, ich zeichne mir sehr gerne hier solche Widerstandsmarken ein. So, jetzt ist hier noch grün. Da haben wir hier unten grün und oben kommt rot. Ja, so, und dann gucken wir mal, ob der Markt das bis da hoch schafft. Wenn nicht, geht der Rest jetzt im Rücksetzer raus und dann ist auch wieder, haben wir wieder versucht, nochmal XY. Ja. So, rot wollte man das machen. Gut, also wie gesagt, es dient hauptsächlich zu Demonstrationszwecken, so ein bisschen meinen Handelsstil kennenzulernen, während ich dann auch hier rede. Ja. Gut. Okidoki. Ja, also Markt tut sich schwer. Also wie gesagt, Best of ist halt der Plop hier durch und kurze Eindeckungswelle, wenn es halt nicht passiert. Muss man sagen, geht der Markt wieder zurück. Also das ist so typisch dieser für die Kasse, ja. Und wie gesagt, das ist das, was ich auch in meinen Coachings ständig schule, denn die Akteure bleiben für immer und ewig. Ja, also das heißt, kleine Spekulanten, große Investoren, die werden sich nicht verändern. Vielleicht die Art der Arbeit, wie sie in dem Markt auftreten, die verändert sich ab und zu, aber da ist es auch so. Wenn man jetzt als Banker ausgebildet wird, dann macht man seinen Job höchstwahrscheinlich dann auch 20, 30 Jahre. Und von daher gehe ich davon aus, dass das mehr Bestand hat, wie jetzt irgendwelche charttechnischen Formationen und so weiter. Und ja. So, also im Rücklauf, wir haben es nicht geschafft, war ganz gut hier oben auszusteigen mit 2/3 der Position. Wie gesagt, das ist jetzt alles Klimbim-Kram. Also für mich ist es Klimbim-Kram, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, wer jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, als höchste Positionsgröße 5 CFDs handelt, der kann ja auch handeln zwischen mit 0,5er Schritten, also 0,5 bis 2,5, sage ich jetzt mal. Ja, also da kommt er am Ende das gleiche raus. Geht mir darum, dass ich halt in den Markt irgendwie reinkomme und da fange ich dann halt erstmal klein an. Und wenn es dann schnell wird, dann kann man die Size hochfahren. Ja. Und in so einem Markt fährt kaum einer mit hoher Size, also jetzt im institutionellen Handel, ja, sondern man geht dort ständig rein und raus und klimbimpert sich da was zusammen. Ja. Wann genau würde ich meinen Einsatz erhöhen? Also dafür müsste ich eine Order erwarten im Markt. Wir haben es jetzt 10:34 Uhr. Also ich gehe davon aus, dass der DAX für heute fertig hat schon. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir eigentlich nichts sehen. Das Einzige, was wir noch sehen werden, vielleicht auf der Unterseite wäre, wenn jetzt im Future vielleicht nochmal eine Hedge-Order reinkommt, also eine große Verkaufsorder, die wir gestern 13:41 Uhr gesehen haben. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der Markt jetzt hier sich fertig ist. Also da wird heute jetzt nichts mehr großartig passieren. Es sei denn, es kommen natürlich News, die weiß ich natürlich nie, wann die kommen. Also wenn das Trampeltier nochmal rumzwittert, ja, aber das kann ich nun jetzt nicht vorsehen, aber von der Statistik muss ich jetzt davon ausgehen, dass jetzt erstmal wir hier in der Spanne, das, was man hier im 5-Minuten-Chart sieht, dass das war, so Ende Gelände. Also ich gehe nicht davon aus, dass, also heute zum Beispiel jetzt in der Phase,
würde ich die Size, also auf volle Stückzahl wirklich. Also man kann es auch anders handeln. Ja? Man kann jetzt auch hergehen und sagen, wir bauen jetzt hier innerhalb dieser Trading Range halt auf volles Size auf. Das kann man halt auch machen. Das ist nun jetzt nicht das Problem, aber das Problem ist nur, wenn jetzt mal dann diese Range kurz verlassen wird, dann muss man sehr viel an Stops halt aushalten können oder vielleicht auch einen großen Stop. Und da will man eigentlich nicht drinne sein. Ja? Also für mich ist es ja, als Trader ist ja in erster Linie, dass ich mein Risiko manage. Und jetzt in der Phase aktuell heute sehe ich noch keinen Punkt, wo ich das Risiko hochnehmen würde. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, genau. Ja? Also es gibt Tage, da läuft es halt immer mehr und dann bin ich auch bereit. Also dieses, wann ich das hochnehme, ist eigentlich, wer es jetzt erkennt, wenn man einfach einem lokalen Tief oder zu einem lokalen Tief oder zum lokalen Hoch hin versucht, dann da mitzugehen. Da versuche ich meine Size hochzunehmen. Ich kann ja mal gucken, ich habe jetzt der Tage, ich habe ein paar Bilder, ich zeige euch mal in einem Beispiel, wo ich die Size hochnehme. Habe ich ja alles auf dem Rechner. Ach ja, im 5-Minuten-Chart komme ich gleich noch dazu. Ja, wie gesagt, ich komme manchmal dann so ein bisschen vom Thema ab. Also wenn euch was interessiert, immer, wie gesagt, her mit den Fragen. So, ich gucke mal ganz kurz. Also ich habe auf meinem Rechner, keine Ahnung, um die 15.000 Bilder von abgespeicherten Trades. Und um einfach auch immer ein Feedback für mich zu haben. Jetzt sind wir, ich zeige jetzt ja gleich mal das Bild, aber jetzt sind wir hier an der Stelle, die durchaus interessant ist. Weil jetzt hier würde ich jetzt ja gleich den Plop erwarten für 20 Punkte. Das heißt, das wäre jetzt ja durchaus, wenn jetzt der Markt hier nicht zurückkommt, kann es durchaus sein, dass wir hier gleich eine schnelle Bewegung sehen, die ich dann vielleicht verpasse, wo man dann anfangen kann, Risiken aufzubauen. Also jetzt hat mich hier diese 1 Minute nach unten halt gekickt. Ist natürlich schade, aber ist halt nur normal. Und wir gucken jetzt mal, ob wirklich wieder was kommt. Und wenn, also wichtig jetzt für mich hier ist, dass das Tief der 1-Minuten-Kerzen hält. Das heißt, ich sehe hier eine Order kommen und jetzt ist die Frage, ob sie durchgeht. Wenn die Order durchgeht, erwarte ich recht schnell, immer noch im 5-Minuten-Chart geschaut, den Test der 11, 9, 46, 50. Optional sogar kurzer Plop durch die 55. Also das ist jetzt sozusagen das ganze Positiv-Szenario. Das Negativ-Szenario wäre, der Markt geht ganz kurz hier hoch, 3, 4, 5 Punkte. So schnell kann man gar nicht gucken, haut es den Markt nach unten und das wäre eine Situation, wo ich sehr aggressiv Short aufbauen würde. Also wie gesagt, den Trade verpasse ich jetzt, weil ich bin nicht dazu gekommen, dass ich von unten aufbaue. Und ich habe gesagt, ich kaufe nicht am Hoch Long rein. Das ist jetzt der Nachteil, dass ich jetzt hier ja den Trade hier verpasse. Aber gut, ist für mich okay. Wie gesagt, wir gucken mal, ob der Plop kommt. Also das, was ich sehe, gedanklich, also wie gesagt, das ist bei mir, das ist genau die Kerze, die ich eigentlich haben möchte, die ich vorhin hier schon erwartet habe, also man kann das sagen, die Kerze hier. Ja, also irgendwann, wenn man lange dabei ist, dann ist immer schön, auch im Coaching zu sagen, ich sehe jetzt, kommt gleich eine längere Kerze. Ja, hängt auch immer an der Volatilität, wie viele Punkte das sind. Aber die Kerze, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, die hätte ich schon hier gesehen. Also das wäre schön gewesen für mich. Gedanklich war die Kerze da schon sichtbar. Also für mich. Ja, für den einen oder anderen vielleicht völlig unverständlich, wie man sowas sehen kann, aber durchaus möglich. Kommt die Kerze jetzt nicht hier zurück? Ich meine, das ist jetzt nicht viel, das sind hier 7 Punkte. Also hält die Kerze hier das Tief der letzten 1-Minuten-Kerze, dann durchaus die Chance, richtig weit in den roten Bereich zu kommen. So. Also nur damit er jetzt da auf dem Laufenden bleibt. So, ich gucke jetzt mal kurz nach dem Trade, wo ich die Size mal hochgenommen habe. Jo. Hier, das ist ein Trade. Da habe ich die Size hier hochgenommen. Am Tief bin ich auf 15 CFDs hier gegangen, hier unten. Ja, da habe ich die Size hochgenommen. Also bei so einem prozyklischen Bruch, wenn ich da in der Kasse eine Verkaufsorder sehe, dann nehme ich da die Size hoch. Da habe ich ja mit 15 CFDs gehandelt und bin da ganz gut mitgekommen. Ja. 250 Euro habe ich hier in dem Trade dann verdient. Also da trete ich dann aufs Gaspedal. Ne? Also müssen wir halt mal gucken, ob das Gaspedal hier nochmal kommt. Wie gesagt, das Problem, was ich jetzt habe, ich kann nicht aufs Gaspedal treten, weil dann würde ich wiederum meine eigenen Regeln aussetzen. Wer sich das Video anguckt und jetzt nochmal zurückspulen würde, würde sehen, dass ich gesagt habe, ich kaufe am Hoch nicht long. Ja? Also ich kann natürlich, kann man jetzt auch hergehen und sagen, gut, dann handle ich halt zwischen 1 bis 5, aber es
verstößt halt prinzipiell dagegen, weil ich hätte hier es schaffen müssen, dass ich hier unten einen Long drinnen lassen kann. Ne? Also der ist natürlich hier sehr doof. Zumindest macht der Markt das, was er soll. Das ist auch ganz gut. Aber ich kann hier trotzdem keinen Trade gehen, weil ich das Risiko nicht managen kann. Ich kann natürlich hergehen und sagen, gut, ich handle normal mit 15 CFDs. Bei einem 10-Punkte-Stop-Loss riskiere ich hier 150 Euro. Wenn ich jetzt hier mit einem CFD Long gehe, dann könnte ich einen 150-Punkte-Stop reinnehmen. Macht jetzt aber für mich nicht so den Sinn. Ne? So, und von daher will ich jetzt auch nicht gegen meine eigenen Regeln verstoßen, mir jetzt hier auf den Plop eventuell, der kommen könnte, hier einen Trade reinziehen. Ja. So, gut. Ja, beim 5-Minuten-Chart wollte ich noch was einfügen. Und zwar fehlt mir hier eine Sache, und zwar nennt sich die bei Oszillatoren Average True Range. Das ist für mich noch was ich nutze. Der Dirk hat das ja auch eingebaut bei sich. In gewissen Tools ist das ja auch mit drinne. Ja, dass man die ATR als solches mit hier hat. Für mich nur interessant, dieser ATR-Wert. Ich stelle sehr gerne eine ATR von 3 ein. Und wir sehen jetzt hier, dass der Markt in den letzten 3 mal 5 Minuten im Schnitt so um die 12 Punkte schwankt. Ist eine Anhaltsgröße für mich, dass ich hier sagen kann, okay, wenn ich hier zwischen 4 bis 6 oder auch 12 Punkte trade, bin ich gut. Ja, das ist nur, ja, bei gestern, wenn die ATR, wo die ATR gestern bei 25 war oder bei 30 war, ja, wenn ich da mit 4 oder 5 Punkten aussteige, habe ich viel zu wenig verdient. Also ich brauche eine Richtgröße von dem, was ich verdienen möchte. Und das ist für mich hier die ATR von 3. Also wenn ich 12 Punkte verdiene, bin ich richtig gut und dann kann ich den Trade jederzeit klatschen. Ja, schade. Ne? Also wie gesagt, es passt sehr gut. Wir haben hier schön die Lows gehalten. Läuft richtig gut. Wie gesagt, nur der eine Rücksetzer, der hat mich hier rausgekegelt. Ansonsten wären wir hier mit einem noch drinne. Und wenn ich mit einem drinne bin und ich kann mein Gesamtrisiko so managen, dass ich eigentlich nichts mehr verliere, dann kann ich auch oben die Longs hinzukaufen und darauf setzen. Aber so mache ich das nicht. Und wie gesagt, prozyklisch kaufe ich nicht. So. So. Gut, ist dann halt so. Und wie gesagt, wichtig, dass man sich dann durchaus an sein persönliches Regelwerk hält. Und wie gesagt, wenn der Markt jetzt hier von so einem Hoch runterkommt, dann wo nehme ich mein, wo, mein, wo, wo, oder wie manage ich mein Risiko, ja? Gut, ja, jetzt sind wir am oberen Widerstandsbereich dran. Jetzt heißt es mal hier zu gucken, wie es jetzt nun läuft. Wie gesagt, wichtig war, unten die Longs zu suchen. Ja, ich habe jetzt halt nicht nach oben das durchbekommen, aber das wäre eigentlich das Wichtige gerade gewesen, dass man nicht oben Long geht, sondern unten Long geht. Also, das heißt, für viele, der ein oder andere Trader fragt jetzt schon auch, wie kann man da unten Long gehen oder am Tief Long gehen? Ja, es ist so, wenn man erstmal einen Einblick in die Industrie, also das heißt, institutionellen Handel hatte, und weiß, wie die Leute handeln, dann ist es so, damit ich an der Bewegung partizipieren kann, muss ich als kurzfristiger Händler dort einsteigen, wo noch nichts sichtbar ist. Also da, wo jetzt jeder sieht, dass der Markt steigt, da ist es ja zu spät, da ist es ja schon gestiegen, das ist ja dann schon Vergangenheit. So, jetzt sehen wir auch hier sehr gut die sogenannten Gewinnmitnahmen. Und sehen, deswegen ist das oben auch rot, weil rot ist ein Widerstandsbereich und im Widerstandsbereich schließt man entweder seine Long-Position oder man eröffnet eine Short-Position. Ich hatte das ja gesagt, dass ich heute nur entweder hoch verkaufe oder tief kaufe. Also das heißt im grünen Bereich kaufen, im roten verkaufen. Der Verkauf hier oben, jetzt die Short-Seite, macht mich jetzt nicht unbedingt an. Warum handle ich keinen Short? Der Grund liegt darin, ich habe den ganzen Tag heute hier, glaube ich, long gehandelt. Ja. So, und da ich fast den ganzen Tag long gehandelt habe, ist es so, ich wechsle sehr selten für mich die Trendrichtung. Also ich handle entweder den ganzen Tag short oder den ganzen Tag long. Es kommt immer darauf an, wie ich halt anfange. Also ich mache es wirklich selten, dass ich ständig die Richtung wechsle. Ja, also das Problem ist halt, der Markt hat ja immer die beiden Möglichkeiten. Und wenn man dauernd die Richtung wechselt, dann geht irgendwann der Fokus verloren auf das eigentliche Setup und deswegen wechsle ich persönlich nicht ständig die Richtung. Das heißt, ich weiß, dass hier oben jetzt eher ein Short läuft, aber ich würde jetzt hier bis dato noch keinen Short eröffnen, wenn ich eher den Long-Fokus im Blick habe.
Würdest du jetzt auch, ja, hier oben würde ich komplett aussteigen, ja. Also maximal einen CFD laufen lassen für das Event, dass der Markt durchgeht. Also ich würde hier oben also wirklich sehr, sehr viel beenden. Also im roten Bereich heißt, es ist für mich das Signal, ich habe da das zu beenden. Der Markt, wann geht der Markt ja nur durch? Dafür bräuchten wir jetzt eine Kauforder, also eine massive Kauforder am Markt, die haben wir nicht. Ja, ihr seht das hier links in diesen sechs Werten. Ja, das eiert hier alles so ein bisschen irgendwie rum. Ja, die BASF ist immer noch im Abwärtstrend. Also ich kann hier einfach keine große Kauforder sehen. Und von daher würde ich hier alles oder sehr, sehr viel beenden. Also wenn ich hier wirklich, ich sage mal, wenn ich hier mit volles Brett drinne bin, mit 15 CFDs bei sowas, dann würde ich da mindestens 12 beenden. Ja. Und ein so als Belohnung. Aber es würde für mich keinen Sinn machen, wirklich alles bis zum Stop-Loss wieder abzugeben. Also bis plus eins, weil das macht natürlich auch keinen Sinn. Ja. Gut. Und nach der ATR, wenn man jetzt wirklich das geschafft hätte, hier nochmal einzusteigen, ja, dann wären wir hier in der Spitze 20 Punkte im Plus. Und wenn ich dann meine Regel nehme, dass ich mit 12 Punkten einen super guten Trade habe, ja, dann würde ich so oder so aussteigen. Ja. Genau. Also meine Empfehlung, wenn ihr seht, dass ihr solche Bereiche habt, meine Empfehlung, fangt an, Bereiche einzuzeichnen und ja, wie gesagt, es gibt ja diesen lapsen Spruch, an Gewinn mit Namen ist noch keiner gestorben. Wer am Anfang seines Tradings steht, meine Empfehlung, wirklich zu tracken, wie weit, also man kann das ja machen. Zum Beispiel, wenn man sich die Trades ja einzeichnet, da war auch nochmal eine Frage, wie kann man sich die Trades anzeigen lassen? Also das heißt, ihr öffnet das Trade Terminal und dann nochmal eins weiter. Die Pool-Statistik, Session-Statistik und darunter habt ihr dann hier unten unter der Grafik die Anzeige Trades an- und ausschalten. Also ich habe die meistens ausgeschaltet. Ja, ich habe das hier meistens noch an, dass ich so das sehe, das gucke ich dann immer mal nach dem Trade so rein, wie ich da so stehe. Ja, und ja, dass man halt einfach, wenn es zu viel ist, kann man das ja auch ausschalten. Ich habe jetzt das Terminal richtig groß eingestellt, damit man das einfach auf dem Desk auch sieht. Also das heißt, wenn man jetzt auf dem Handy sowas hier verfolgt, dann sieht man oftmals dann das zu klein und deswegen habe ich das jetzt hier zahlentechnisch sehr groß alles eingestellt. Und damit sind auch die Zahlen hier durchaus größer. Die sind, wenn man das klein einstellt, sind auch hier die Zahlen etwas kleiner. So. Also was ich sagen wollte ist, wir haben es ja hier mit den Trades und wenn wir jetzt mal rechnen, ne, nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt mal hierher gehen und rechnen und sagen, wir wollen so ein bisschen die Effektivität unseres Exits haben. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, der nicht weiß, ob er jetzt zu viel von seinem Gewinn abgibt oder nicht, sollte sich die Arbeit machen. Ich gucke gerade nämlich nur gerade, wo mein Zeichentool ist, das habe ich aus Versehen ausgemacht vorhin. So, da ist es. So, und zwar, ich mache das jetzt ein bisschen rund, ohne das jetzt echt nachzumessen. Aber wir haben jetzt hier einen Einstieg gesehen. Gut, machen wir mal grün, weil es ein Long Trade war. Grün, Long. So, wir haben hier einen Long Einstieg gehabt und wir haben zwei Exits gehabt. Einmal einen Exit hier und einmal einen Exit hier. So. Wenn man jetzt sagt, der obere Trade, der war, also im Maximum war der DAX hier, war der DAX halt, wie viele Punkte sind es da über den Daumen gepeilt? Keine Ahnung. Sagen wir mal, 12 Punkte war der Maximum im Gewinn der DAX, also unser Trade. Wir haben den Trade glattgestellt mit plus 10 Punkte. Das ist unser Trade. Und den Trade haben wir ja glattgestellt mit plus 1 Punkt. So. So. Und jetzt, wenn ich das mal rechne, und das stellen viele Trader auch dann fest, dass dieser Rücklauf dann halt, wenn der einen mit voller Position dauernd killt, ja, dann ist ja die Rechnung am Ende bei 10 Trades, wenn ich 10 Mal das mache, dann hätte ich hier bei 10 Trades plus 100 Punkte, wenn ich einfach immer mit plus 10 Punkten rausgehe, plus 100 Punkte verdient, versus plus 10 Punkte, wenn ich 10 Mal
mit plus 1 rausgehe. Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Und wenn man das jetzt in Prozenten ausdrückt, dann habe ich hier, sei jetzt mal den Trade zu 80% gut rausgestellt und hier habe ich 90% oder so meiner Gewinne wieder abgegeben. Das heißt, meine Effektivität liegt irgendwo hier bei 3 oder 4%. Und das sollte man für sich dann halt ja wirklich mal ausrechnen. Also ich war erstaunt, wie viele Punkte ich liegen lassen habe. Also das ging in die mehrere hunderte Punkte mit diesem, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, mit voller Position habe ich früher mich dann oft mit plus eins ausstoppen lassen und das ist einfach viel zu teuer. So, habe ich hier gerade einen, wartet mal kurz. Alles gut. Okay. Ja, okay. Also das ist das, was ich hier drin habe. Bis jetzt läuft der Markt richtig gut, nach dem, was wir uns gedacht haben. Also oben die Longs nehmen wir nicht. Verpassen wir hier zwar ein paar Punkte. Den Short habe ich jetzt nicht getradet, rein aus Persönlichkeit, weil ich heute den ganzen Tag Long gehandelt habe. Ja, so. Okay. Aber dennoch, der Short macht da oben Sinn. Ja, seht ihr ja selber, das, was ich vorhin eingezeichnet habe. Ich zeichne das nochmal ein, was meine Devise war. Also die Long Trades hier zu suchen, also hier die Long Trades zu suchen. Dann hatte ich hier oben den Long Trade, der eingezeichnet, da war das Kreuz durch. Ja, den nehme ich nicht, was bis jetzt auch richtig war. Und wenn Short, dann oben die Shorts, also hier oder hier. Und da unten der Short, da mache ich nichts rein. So, ja, und that's it. That's so mein Trading-Ansatz. Ja. Gut, hier bekommen wir sogar ein Box-Setup. Das passt mir zwar hier nicht in Kram, wollte mal gucken, wie die Minute jetzt hier schließt. Gut, jetzt hat bei mir gerade gestockt. Also wenn jetzt der Markt hier hochgekommen wäre, hätte ich long gehen müssen. Jetzt auf der 11:39 habe ich jetzt aber, zum Glück ist jetzt die Minute runtergefallen. Das hätte mir nämlich nicht gefallen. So. Moin Heiko, viel Erfolg, ja. Hi, wie groß ist dein durchschnittlicher Stop-Loss bei diesen Trades? Also, kann ich so genau nicht sagen. Es richtet immer sich so ein bisschen an der Volatilität. Es ist halt so, die meisten, also, man muss halt sehen, wer im kurzfristigen Bereich ist es so, dass die wenigsten Trader mit einem, also ich kann es natürlich nicht offiziell empfehlen, kein Stop-Loss zu nutzen. Also ich habe immer einen automatischen Stop-Loss, aber der Stop-Loss richtet sich nach Anzahl der Position halt so ein bisschen. Also ich nutze, wenn man es so ausdrücken möchte, Soft-Stops. Also ich habe einen sogenannten ja, einen Stop, wo ich sage, da gehe ich halt raus. Keine Ahnung, der ist irgendwie 30, 40 Punkte weg, aber der wird nie getriggert. Also so gut wie nie getriggert. Ja, weil zum Beispiel, wir können mal nachher einen Trade machen, mal gucken, ob es denn gegen mich läuft. Also wenn es sofort gegen mich läuft und was ja positiv ist, wenn ich jetzt nur mit einer Position drinne bin, es läuft sofort gegen mich. Dann habe ich ja nur einen minimalen Verlust. Und das ist für mich einmal psychologisch gesehen ein totaler Vorteil, so handeln zu können. Nachteil ist für viele Anfänger, dass sie eine Position halt im Verlust richtig hochnehmen. Ja, das mache ich nicht. Ich weiß halt, wann ich Gas zu geben habe und wann halt nicht. Ja. So, und zum Beispiel ich könnte jetzt theoretisch einfach hergehen und jetzt einen Long Trade einfach eröffnen, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Es würde jetzt nichts machen, weil bei minus 20 Punkte würde ich bei einem CFD 20 Euro verlieren. Ich riskiere aber im Normalfall 150, 300 Euro. Das heißt, die 20 Euro sind, sagen wir mal, für die Katz, aber es ist jetzt nicht schlimm. Und es kann durchaus sein, dass man über sein Trade Management denn dennoch nachher sein Trade, auch wenn der im Minus liegt, dann einfach aufgrund des Arbeiten mit Positionierungen dann ins Plus wieder bekommt. Das ist natürlich dann ziemlich aufwendig, aber es funktioniert schon ganz oft, wenn man sich daran gewöhnt hat, mit Positionsmanagement zu arbeiten. Also je schlechter das Timing, desto mehr muss man seinen Fokus auf Positionsmanagement legen. Ja. Also ich sage jetzt mal so, und die meisten Trades, das seht ihr auch hier,
Viele Trades, mal gucken, vielleicht kommt ja nachher noch ein Trade, wo ich gleich ins Verlust reinlaufe. Also dann werdet ihr das sehen. Und wir haben ja auch noch ein paar mehr Session. Wie gesagt, es gibt immer die Sache, sobald ich merke, dass der Trade so gegen mich läuft, dass ich dem Trade keinen Spielraum mehr gebe, dann gehe ich sofort raus. Wenn ich noch sehe, es könnte noch ein alternatives Szenario laufen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Ich eröffne jetzt nachher hier unten wieder, wie auch davor, einen Long Trade. Ja, wir kreieren schon mal vorab das Szenario. Also das heißt, klassisch hier unten ist der für mich Long. Also das heißt, hier suche ich meine Long Trades, hier unten irgendwo. So, und jetzt werden wir sehen, ich gehe jetzt in Long rein und plötzlich macht der Markt hier diesen, fällt hier so, also das sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus mit dem Hellen. Das heißt, der Markt fällt hier mal kurz durch und geht dann nach oben. So, das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und baue hier einen Long Trade auf. Ich sage jetzt mal 1 von 15, 2 von 15. Dann müsste ich eigentlich hier unten aussteigen. Ich warte nur dann ab und baue dann den Trade hier nach weiter aus. Ich würde mich zum Beispiel hier unten nicht ausstoppen lassen, hier an der Stelle. Ich würde mich an der Stelle erst ausstoppen lassen, wenn der Markt durchfällt, hochkommt, wieder runterfällt, dann liegt der gesamte Stop von der gesamten Position, egal wie groß sie ist, da. Solange das nicht passiert, gehe ich dort wieder rein. Ja. Oder erhöhe das. Also das heißt, da liegt mein Stop gefühlt irgendwo hier unten. Wenn es mich da killt, ist es halt so. Ja. So, jetzt können wir hier mal gucken, ob wir hier vielleicht sogar schon den ersten Long Trade eingehen können. Und dann können wir mal gucken, ob wir den rausgemanagt kriegen. Ne? Also wenn das Timing jetzt mal richtig schlecht ist. Ja. Wenn es gut ist, dann läuft es ja so oder so. Ne? Da muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Also mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich kann durchaus, es gibt sogar Situationen, da könnte ich sogar sowas bewusst machen. Und wenn es so läuft, wie ich das kenne, dann weiß ich, dass ich sogar jetzt da hinten bin und komme am Ende im Plus raus. Also das ist manchmal ein ganz komisches Gefühl, dass man weiß, der Trade, den kriege ich so oder so ins Plus, wenn ich mich im Management nicht ganz doof anstelle. Das heißt, man hat zwar timingmäßig eigentlich versagt, aber man hat es übers Management dann doch hinbekommen, aus einem schlechten Trade noch einen guten Trade zu machen. Ja. Ja, Positionsmanagement ist leider halt ein ziemlich vernachlässigtes Thema. Also die einzigen, die ich kenne, ist der Dirk und der Thorsten Helbig noch, die so das Thema Positionsmanagement angehen, aber halt auf einer anderen Zeitebene. Ansonsten ist es halt leider in Deutschland ja so gut wie nicht verbreitet und einer der größten Schwachpunkte meines Erachtens nach, dass man das nirgendwo wirklich bekommt. Ja, ich habe jetzt der Tage mich auch mit einem institutionellen Trader mal unterhalten und vielleicht gehe ich das Thema mal an, weil man eigentlich unterschätzt, wie viel Macht im Positionsmanagement drin ist. Ansonsten mache ich das bis jetzt nur im Privatcoaching-Bereich, wo ich das schule und lerne. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie kein Webinar, kein Videokurs oder irgend sowas. Also das Thema ist noch ein bisschen dabei in der Reihe, was auch auf der DVD war, Scalp Trading für Einsteiger. Aber dieser Mitschnitt wird gerade noch vorbereitet, also der ist noch nicht frei verfügbar. So, wir kommen jetzt hier in den Bereich hinein, wo jetzt der Markt, wo man hier anfangen kann, eine Position aufzubauen. Ich weiß, dass ich mich mit der Position jetzt nicht wohlfühle, aber vielleicht kann man mal zeigen, wenn man jetzt hier anfängt, die Position zu handeln, wie es dann ausschaut. Also wie gesagt, der Stop-Loss liegt hier irgendwo hier unten. Meine Gedanken, bitte den Trade auf gar keinen Fall nachmachen, weil wir haben hier unter Umständen den Abwärtstrend noch tätig. Ich soll so ein bisschen zeigen, ich möchte mal zeigen, wenn der Trade hier ausgestoppt wird, dann kostet mich der Trade jetzt hier, und das ist ja auch schön im Stereo-Trader, ihr könnt hier drauf gehen und seht, okay, der Trade jetzt kostet mich 30 Euro. Da sind wir weit weg von, klar, jetzt zu unserem Gewinn, unseren kleinen Gewinn, die wir heute gemacht haben, ist es jetzt auch nicht optimal, ne? Aber es geht darum, ich habe jetzt hier einfach Möglichkeiten. Viele Trader steigen, wo haben die meisten Trader ihren Stop-Loss liegen? Die meisten Trader haben ihren Stop-Loss bei 11.905 liegen. So, wenn der Markt jetzt hier, ich zeichne das jetzt mal, also ich hoffe jetzt, dass der Markt jetzt nicht zu stark läuft, während ich das hier kurz einzeichne. Also die meisten Trader haben jetzt ihren Stop-Loss hier unten. Und der Stop-Loss da unten kann auch richtig sein. Also das heißt, wenn der Markt hier durchfällt und der Markt macht hier diesen, dann ist der Stop-Loss da unten auch richtig. Aber wer kennt es nicht? Der Markt fällt hier runter und dann, was macht er dann? Geht er da hoch. So, macht hier diesen hier. Ja. So, dann ist man hier unten ausgestoppt, man hat den Verlust realisiert und hat dann das Problem eigentlich, dass man danach dem Trade hinterher rennt. Also das heißt, der Trade sieht dann so aus, man ist hier long, ja, hat hier unten seinen Stop-Loss und ich weiß nicht, wie viele hunderte Bilder ich habe, wo das so aussieht. Und danach läuft der Markt in der grünen Linie wieder hoch. Das heißt, ich muss hier oben wieder einsteigen.
entweder hier oben einsteigen oder hier unten einsteigen, aber ich muss auf alle Fälle zu meinem Stop-Loss teurer einsteigen. So, und dieses Phänomen kann ich umgehen, wenn ich nicht mit voller Position handle, mit Teilposition handle. Ja, und dann gucke so. Und wie gesagt, wir sehen jetzt hier schon, dass die Abwärtstrends sich fortsetzen und wir werden jetzt gleich mal sehen, ob ich diesen Trade jetzt dann noch gemanagt kriege. Also das heißt, ich werde jetzt hier unten, da wo ich vorhin schon ein paar Mal long gehandelt habe, gleich noch meine Position reinnehmen. Damit seht ihr dann auch im StereoTrader verändert sich ja dann der Schnittkurs. Ja, der Schnittkurs verändert sich dann. Und ihr werdet dann auch sehen, ich sage jetzt mal, im schlimmsten Falle riskieren wir keine 150 Euro. So, jetzt kommt hier der Stop-Loss. Da baue ich jetzt aggressiv rein. Das heißt, ich habe jetzt einfach in die fallende Kerze hineingeklickt. Ja. Ja, der Abwärtstrend geht weiter. Das heißt, hier fliegen jetzt gleich die Stop-Losses der ganzen Long-Traders, die noch drin sind. So, ich sozusagen, ich nutze jetzt den Stop-Loss, um meine Position aufzubauen. Wenn die Order jetzt groß genug ist, riskiere ich jetzt 64 Euro. Das ist immer noch die Hälfte, also weniger, also noch nicht mal ganz die Hälfte von dem, was ich sonst mit voller Size handle. Wie gesagt, den Long Trade. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt haben wir den Stop Loss. Das heißt, hier fliegen jetzt die Stops. Wir werden sicherlich ein paar Short Entries haben. Wenn die nicht zu stark sind, kommt der Markt zurück. Wir kriegen das Ding im Plus raus. Ja? Also ich will jetzt nicht überheblich wirken, auf gar keinen Fall. Wenn ich ausgestoppt werde, werde ich ausgestoppt. Ist gar kein Problem. Ja? Aber im Normalfall sind das die Stops, die jetzt hier geflogen sind. Wenn wir keine große Verkaufsorder jetzt haben, kommt der Markt zurück. Und wie weit er zurückkommt, das werden wir jetzt sehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier unsere Trades aufbauen, dass wir den so, also dass wir jetzt die Balance finden zwischen dem Risiko, was wir gehen. Also aktuell gehen wir 64 Euro Risiko. Wenn der Markt nach oben kommt, die Chance besteht, dass wir ganz weit nach oben laufen, wenn die Verkaufsorder nicht durchgeht. Wir haben es jetzt 11:01 Uhr, ne, mit neuer Stunde, neue Akteure, habe ich ganz verpasst, während ich hier so schnatter. Aber der Trade ist für mich jetzt noch nicht komplett verloren. Klar, wenn es jetzt gleich die nächsten 5 Minuten durchfällt, dann muss ich auch raus. Ja? Und es gibt auch Tage, wo ich auch schlecht aussteige. Das ist jetzt nun kein Problem. Aber bis jetzt gehe ich noch davon aus, wenn hier noch jetzt auf der Unterseite nichts nachkommt, der Markt mit der 9 Minute, 5 Minuten Kerze noch mal ein bisschen nach unten ploppt, dann gehe ich davon aus, dann kriege ich den Trade noch gut raus. Ich sage jetzt mal, mit dem Blick auf die Kasse wird nichts werden, wenn die SAP nochmal jetzt ein neues Tagestief macht. Also wie gesagt, wenn jetzt der eine oder andere Wert hier zu stark fällt, dann wird es natürlich nichts. Aber prinzipiell, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, kriege ich den Trade noch gut raus. Ja. Aber ich kann ja, das ist ja nun mal das im Live-Trading, ich kann es leider nicht live steuern, dass der Markt jetzt hochgeht. Aber hier sind ja sehr viele Stops jetzt einfach geflogen. Ja, so, und jetzt sieht man nach den Stops, stellt euch vor, ihr habt wirklich euren Stop-Loss hier ein, zwei Punkte unter dem lokalen Tief. Ihr seid jetzt da raus und danach steigt jetzt der Markt. Ne? Dann kriegt man gleich das Problem. Also wie gesagt, uns kostet es die Hälfte von einem, ja, oder nicht mal ganz die Hälfte von einem normal investierten Trade. Ja, und ich muss jetzt eigentlich immer nur überlegen, und das ist auch wichtig, hier überlegen, oder ich kann jetzt hier überlegen, läuft der Markt jetzt wirklich im Trend abwärts? Ja, läuft er wirklich im Trend abwärts? Ganz klassisch durch, so wie wir das kennen, so wie wir das hier in der Daimler-Aktie gerade sehen. Oder aber hält der Rest so ein bisschen an und kann den Markt hier stützen, dann müssen die hier ausgestoppt sind, wollen wieder günstig rein, weil wir erinnern uns, wir kaufen nur tief. Das heißt, hier unten kauft man. Ja? So, und wenn wir tief kaufen, sind wir mit dabei. Wir sind sicherlich sehr, sehr früh dran oder zu früh dran. Ja, und wir müssen jetzt gucken, ob unser Szenario als solches noch durchgeht. So, und wie gesagt, wenn das jetzt noch durchgeht, kann man jetzt überlegen, wie weit bohre ich mein Risiko noch auf. Und jetzt muss man halt überlegen, oder was ich da mache, ist, ich sage jetzt zum Beispiel, ich bin noch nicht investiert. Wenn ich noch nicht investiert wäre, und das kann ich nur machen, wenn ich mit meiner Positionsgröße so handle, so wie ich jetzt hier handle. Ja, also das heißt, ich weiß, ich bin von 15 CFDs, die meine Normalpositionsgröße, ganz weit weg. Ja, mit 3 bin ich doch elendig weit weg. Ja. So, und von daher brauche ich mir da jetzt nicht so die mega Gedanken machen. Aber ich würde hier unten den Stop-Loss nicht wagen. Ich frage mich jetzt, wenn ich noch nicht investiert wäre, würde ich jetzt nochmal kaufen? Und wenn ich sage, ja, ich würde hier nochmal kaufen, wenn der Markt jetzt hier nochmal ein Stück runterkommt, kein neues Tief macht,
Dann würde ich hier nochmal kaufen, fällt der Markt hier durch, dann ist für mich das Szenario dann auch irgendwann gestorben. Aber das Gute im Kopf ist, ich weiß, mein Loser ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich habe ja nur 3 von 15. Das heißt, ich riskiere hier 60 Euro, 65 Euro von 150 oder manchmal riskiere ich ja auch mehr, geht hoch bis zu 500 Euro und weiß, es ist okay. So, jetzt werden wir sehen, ob was nachkommt. Das heißt, wir haben jetzt eine Kerze, die am Tagestief ist. Die Trends setzen sich hier weiter fort. Und wenn jetzt hier noch die SAP-Aktie durchfällt, ja, dann muss ich meinen Trade dann halt auch aufgeben. Ich warte jetzt hier die Minute ab. Wenn die Minute jetzt nach oben durchgeht, dann würde ich den Trade, das wäre jetzt meine letzte Chance. Und danach, wenn jetzt die Minute nicht hochgeht, dann kommt der Stop-Loss hier hoch und dann weiß ich, okay, dann riskiere ich halt noch 40 Euro. Ja. So sieht es jetzt bei mir aus. Also wir haben jetzt hier mit der neuen Stunde das Ding. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den wirklich rausmanagen können. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier, guckt euch mal die BASF-Aktie an. Ja, schön im Trend. Die Allianz hält sich noch seitwärts. Die Autos sind jetzt mitgekommen. Vielleicht, wenn in den Autos ein bisschen Rücksetzer kommt und vor allem, ich gucke jetzt hier gerade, wie die SAP-Aktie hier läuft, ob die hier den Plop macht. Also wenn die jetzt nochmal Feuer gibt, dann wäre das auch noch denn euer durchaus schädlich. So, ich bin jetzt noch mal long. Ich habe jetzt 4 CFDs drinne. Würde ich auch bis 5 hochgehen. Wenn ich jetzt noch mal einen reinkaufe, dann wäre das schon ein Drittel meiner Positionsgröße. Ja, und dann würde ich ja auch nicht, ich würde jetzt auch nicht unbedingt zwingend plus minus null rausgehen, weil ich muss ja im 5-Minuten-Chart, ich werde jetzt mal reden, habe ich ja gesagt, erinnert euch vorhin, ich kaufe tief long. Also das heißt hier unten, das ist alles Long Level. So, ne? Also hier long, da long. So, das heißt, hier unten bin ich unter dem zwar jetzt drunter, aber ich kann hier immer noch hergehen und sagen, ich kaufe hier die Longs. So, das heißt, genau dort, wo meine Entries sind, das sieht jetzt aktuell nicht gut aus, bin ich long drinne. Und wenn es aber nach oben läuft, also das heißt hier wieder korrigiert und ein bisschen weiter korrigiert, dann bin ich perfekt positioniert, weil ich bin ja tief long. Ja, und für die, die hoch short waren, ja, wenn hier die hoch short waren, jetzt alle rausgehen, ja, dann kaufen die den Markt halt wieder zurück. So. Wenn man hier der Meinung ist, das war noch nicht tief genug, na, dann wird es nach unten gehen und dann werde ich auch ausgestoppt. Ja. Ganz klar. Ja. Aber das ist so ein bisschen meine Sichtweise. Wie gesagt, wenn man jetzt sieht, okay, man kann so einen Trade auch managen. Also extrem schlechtes Timing hier bewiesen. Ja, absichtlich. Und bis jetzt ist der Trade noch nicht ins Loss gelaufen. Ne? Gut, also das mal so ein bisschen Erklärung zu meinem Handelsstil, warum ich auch mit vielen Positionen arbeite und jetzt nicht mit einer Position voll rein und raus gehe. Ne? Wie gesagt, ihr seht hier die Abwärtsbewegung, also ob man das jetzt wirklich machen muss, wenn ich die Kasse sehe, ist dann mal die zweite Frage, aber ja, nur damit man das mal versteht. Wie gesagt, es kann durchaus ganz schnell nach oben gehen, wenn jetzt irgendein Wert hier anhält und im Future hier gewisse Trader short sind. Dann kann es durchaus plötzlich auch mal schnell nach oben gehen. Also so eine genannte Eindeckungsbewegung ist das dann, die kann ganz schnell und plötzlich sein. So, was ich jetzt auch mache, ist, ich schaue mir an, das sind meine letzten Positionierungen. Ihr kennt ja den Stereo Trader, das heißt, ihr habt hier die letzten Positionierungen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, es dauert jetzt noch oder ich will Risiken abbauen, dann kann es durchaus sein, dass ich hier mir das Risiko wieder runternehme. Das heißt, wenn jetzt die Vola höher ist, die ist jetzt hier sehr klein. Wenn die Vola höher ist, dann baue ich auch nochmal Risiken zwischendrin auf und ab. Das kann sein, da gehe ich dann nur als Beispiel, jetzt macht jetzt bei 2 Punkten für mich jetzt nicht so den Sinn. Aber es gibt ja auch Tage, wo die Vola irgendwie 30, 40 Punkte der Markt dauernd hin und her knallt. Und da ist es dann so, da gehe ich dann hier entsprechend rein und stelle den Trade-Line halt 5 Punkte höher wieder glatt. Und das wäre jetzt in dem Fall. Ich meine, ich sehe jetzt eigentlich, ihr seht jetzt hier, die SAP-Aktie ist ja nach unten durchgefallen. Ja, hier, also da müsste jetzt ja gleich nochmal ein Schub auf der Unterseite kommen, es sei denn, der haut das Ding jetzt plötzlich komplett hoch. Ja, also hier kann ich jetzt eigentlich den Trade, jetzt muss ich den glatt stellen. Ne? Aber wenn man es jetzt wirklich ganz aggressiv macht, ich mache es jetzt mal, wie gesagt, aus Demonstrationszwecken. Das heißt, der letzte Entry ist hier auf der 11.904 eingegangen und ich habe, das werde ich, weil die Frage auch kam, welchen Modus ich habe, dann würde ich jetzt den letzten Trade gucken, dass ich den auf alle Fälle plus minus 0 wieder rauskriege. Das heißt, ich weiß, ich habe den bei der 04 gekauft, 04.45. Das heißt, ich gucke jetzt nur links oben und sobald wir die 04.45 wieder sehen, würde ich den Trade rausstellen oder bei 678.
dann wieder rausstellen. So, dann gucke ich dann da drauf und dann versaue ich mir jetzt zwar meinen Preis, aber ich habe dann hier unten dann, so, jetzt habe ich den letzten Trade, ich habe nämlich dieses LIFO drin, Last In, Last In, First Out, das heißt, hier habe ich mir jetzt ein paar Punkte, das sind jetzt nur 2,5 Punkte, gesichert, tue ich mir zwar meinen Schnittkurs jetzt wieder nach oben bringen, aber ich habe jetzt auf der einen Seite Risiko aufgenommen, das heißt, rausgenommen, ja, ich habe Risiko aufgenommen, Risiko rausgestellt. Ja, so jetzt könnte man hierher gehen und sagen, gut, hier unten, wenn es nochmal darunter geht, dann mache ich es noch ein zweites Mal. Ja, so und wichtig ist immer, dass das Risiko, was man aufnimmt, dass man das schnell auch wieder rausbekommt. Ne? Also wenn es zu hoch wird von der Positionierung, dann nehme ich das halt auch wieder raus. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob nach dem Durchbruch hier bei der SAP was nachkommt. Ah, schon krasser Verkaufsdruck hier bei der BASF heute. Ja, die Autos haben sich stabilisiert. Wenn die ein bisschen hochkommen, dann könnte es auch noch mal ein bisschen was werden. Ja, wir gucken mal, ob man den Long und mal als Beispiel, wir haben ja hier noch unsere, wir sind jetzt hier in Summe mit dem Gesamttrade 31 Euro hinten. Und auch hier ist es so, wenn ich jetzt unterstelle und sage, Mensch, ey, das ist jetzt nur ein Rücksetzer im Abwärtstrend, dann bin ich auch bereit, mit minus 30 Euro auszusteigen. Also ich muss jetzt den Trade nicht plus minus null bringen. Also das Plus minus null ist mir gar nicht so wichtig. Ich muss ja die Situation bewerten. Und die Situation ist jetzt für mich diese, dass der Markt das letzte lokale Tief unterschritten hat. Wir haben lauter fallende Hochs im 5-Minuten-Chart und der Long hat für mich jetzt erst wieder eine Bedeutung, wenn wir das Hoch dieser letzten 5-Minuten-Kerze rausnehmen. Nur dann bekommt für mich dieser Hochpunkt, also dieser Long wieder Credit, also dass der Markt halt hier diesen Abwärtstrend, die Korrektur einleiten kann. Alles darunter kann durchaus auch bedeuten für mich, dass ich sage, ich steige jetzt einfach aus, weil ich dem Markt das nicht mehr unterstelle, dass der wirklich nochmal zurückkommt. Ne? Und dann steige ich halt mit minus 30 Euro aus. Das ist für mich ja auch okay. Ne? Also hier mit 30 Euro, 26 Euro auszusteigen und sagen, gut, ich weiß nicht, was der Markt jetzt macht, das passt mir alles nicht, dann habe ich trotzdem einen kleinen Verlust. Ihr seht, dass dieser Beantwortung der Frage mit diesem Stop-Loss schon extrem wirklich im Detail dann das halt ausmacht. Ne? So, jetzt habe ich hier nochmal auf 5 erhöht. Jetzt würde ich hier wieder gucken, den habe ich auf die 7,45 gekauft. Jetzt würde ich gucken, dass ich über 7,45, wenn es geht, rauskomme. Natürlich, wenn der Markt jetzt ganz schnell fällt, komme ich halt auch nicht raus. Ne? So, und so wurschtel ich mich dann manchmal halt auch, wenn das Timing wirklich so schlecht ist, durch so einen Trade. Aber wie gesagt, ich habe immer das Maximum drin. Und ihr seht, selbst wenn wir jetzt hier unten rausfliegen, sind es 100 Euro. Ja? Also nur damit ihr seht, und so handeln auch viele andere Trader. Das heißt, über das Positionsmanagement wird das dann halt erledigt. Ja. Gut, also wie gesagt, so kann man das angehen. Vielleicht auch für den einen oder anderen total überraschend, wenn man sieht, okay, wie man in so einem Preisbereich handelt. Also der Handelsstil unterscheidet sich auch vom Trading-Ansatz. Also wie gehe ich rein und raus, deutlich von dem, was man halt im Lehrbuch halt kennt. Ja. Weil mit voller Position ein- oder rauszugehen, macht kaum ein institutioneller Händler, kann er gar nicht, weil er sich dauernd den Preis versaut. Ja, und so wird hier auch gehandelt. Und so versuche ich auch immer zu handeln. Also so zu handeln, wie man das im institutionellen Bereich macht, nur nicht mit der Positionsgröße, sondern halt mit kleinerer Positionsgröße. Ja, und wie gesagt, wenn es jetzt gleich einen Stich auf der Unterseite gibt, dann wissen wir, okay, da müssen noch mehr Shorts, also da gehen A Longs raus und B kommen weiter Shorts rein. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier in der SAP-Aktie kommt kaum was zurück. Die BASF, die stabilisiert sich jetzt mal. Die Autos, ja, sieht man hier, die Daimler, ja, nur bis dahin gegangen. Also ich erwarte jetzt eigentlich so gleich einen Rutsch und gleich den Stop-Loss meines Trades. Ja. Genau. So, und wenn ich das erwarte zum Beispiel, dann würde ich auch vor meinem Stop-Loss aussteigen. Ja, das wäre auch möglich. So, alternativ wäre jetzt nochmal ein kurzer Ditch durch die 11.900. Falls da nochmal was passiert, dann könnte hier nochmal so eine Art V-Formation kommen, was wir gestern bei der 11.8 gesehen haben. Ja, das wäre durchaus möglich. Ne? So, wie gesagt, interessant wird es für den Long eigentlich nur, wenn wir das Hoch einer vorhergehenden Kerze rausnehmen, dann wird es für den Long interessant. Ansonsten sind die Shorts in Play, also im Vorteil. Ne? Also ich muss darauf warten, dass jetzt ja am Tief jemand das macht. So, ich komme mal zurück zu meinem Trade. Also, wie gesagt, den zum Beispiel den hier unten, den kann man dann auch leicht plus minus null rausstellen, leicht im Minus rausstellen. Ja.
Und interessant wird es jetzt sein und wird es jetzt sein, ihr seht, dass der Markt ja trotzdem hier stockt, also der Trade bis jetzt immer noch nicht ausgestoppt ist, ne, zwischen dem interessant wird es jetzt sein, wenn ihr seht, wenn wir an das Hoch kommen und der Markt wird auf einmal schnell auf der Oberseite, dann werdet ihr sehen, also falls das nochmal kommen sollte und vielleicht die Abwärtsbewegung jetzt hier durch ist bei dem einen oder anderen, dann werdet ihr sehen, dass das genau der Trade ist, den man eigentlich vorher machen wollte. Also das heißt, der Trade macht genau das, nur halt etwas später. So, jetzt haben wir die 5-Minuten-Kerze ist fertig. Wir haben erneut wieder eine Lundenbildung. Ja, und das Einzige, was fehlt, ist, dass wir es ein Hoch nach 5-Minuten-Kerze brechen und das dann ein bisschen zurückgeht. So, jetzt den untersten Trade zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht mehr ins Minus laufen lassen. Ja, und den stelle ich dann auch als erstes dann raus und gucke mir dann halt das an, wie es dann läuft. Ne? So. So, und wie gesagt, wichtig ist einfach, also es soll jetzt ja keine, wichtig ist einfach für mich, dass ihr seht, wie ich mein Risiko gemanagt habe. Also wie gesagt, wir waren, wenn man das vorher weiß, wo ist mein Risiko? Also ich habe jetzt hier oben einen Trade rausgenommen, also den untersten Trade von 7 habe ich jetzt hier rausgenommen. Das heißt, ich erhöhe wieder oder ich verringere mein Risiko auf der Downside. Also wenn der Markt gegen mich läuft, verringere ich das Risiko. Ja, natürlich geht mein Schnittkurs nach oben, aber ich muss ja halt im Rahmen meines Risikomanagements bleiben. Und wie gesagt, wenn der Markt jetzt wirklich den Rücksetzer hier macht und das Tief jetzt nicht wirklich verkauft, dann sehen wir hier wieder einen deutlichen Rücksetzer. Das heißt, wir sind dann wieder, also der grüne Bereich und der rote Bereich bleiben weiterhin erhalten, haben sich da ein bisschen sind ein bisschen, haben sich jetzt verändert. Also das heißt, so wäre es jetzt neu. Ne? So, und dann wäre ich ja unten immer noch long. Ne? Wie gesagt, sehr oft, wenn die Kasse so läuft, dass wir einen stark verschachtelten Abwärtstrend bekommen. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, sogar plus minus null in dem Trade. Ja, fast. So. Also so kann man es halt handeln. Wie gesagt, das ist auch mal so eine Art des Managements, wo man sieht, vor allem das Risiko, wie Risiken behandelt werden. Und im kurzfristigen Trading ist es ganz selten so, dass ich einen harten Stop habe. Es macht keinen Sinn. Ja. Es macht oft, also es macht, kein Sinn ist jetzt auch verkehrt. Es macht halt keinen Sinn, in vielen Fällen sozusagen mit den Positionierungen so zu handeln, dass man hier immer volles Brett rein und raus geht. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein erster Trade, der ist hier oben. Ich habe ein extrem schlechtes Timing und schaffe jetzt gerade mir einen Long Trade reinzuholen, nur durch Management und einfach, dass ich sage, klar, ich weiß am Ende nicht genau, wie der Markt läuft, aber ich weiß ungefähr über die Struktur Bescheid und ich weiß, dass ich zu hoch drinne bin. Ich sehe aber auch, dass ich nie, ich war, und das ist mir ganz wichtig, obwohl ich nachgekauft habe, habe ich nie mehr wie 150 Euro riskiert. Also das Maximum wären, glaube ich, gewesen jetzt 80 Euro, ne? Und dann natürlich ist es jetzt nicht schön, da mit 1 Euro oder 10 Euro dann irgendwie was zu machen. Und es ist auch legitim zu sagen, gut, das war jetzt der Rücksetzer, ich steige jetzt hier aus. Ist alles legitim. Und so kann man sich dann trotzdem vielleicht einen Trade mit schlechtem Timing, ja, weil wie gesagt, die Börse komplett vorauszusagen ist halt auch nicht immer so einfach. Ja, oder zu erahnen, was als nächstes passiert. Und das kann ich über das Trade Management halt herausbekommen. Ja, so. Und ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, ich habe nie mehr wie mein Maximum riskiert. Ja, und das geht nur über sowas. Ja. So, ich stelle mal hier noch ein glatt. So, jetzt bin ich mit 3 noch long. Gut, also ich hoffe, das war so ein bisschen so das zeigen, wie mein Ansatz halt ist. Ne? Also wie gesagt, Demonstrationszwecken. Aber ganz ehrlich, ich hätte den Trade long so dennoch nicht gemacht, also nicht bei dem Markt. Bin aber froh, dass der DAX nicht komplett durchgerauscht ist, sondern dass die Abwärtstrends hier in den Einzelwerten rechtzeitig angehalten haben, sodass der Markt halt wieder zurückkommt. Ja. Und wie gesagt, es bleibt halt dabei und das ist halt auch eine Erkenntnis bei mir aus meinen 18 Jahren Traden, dass es halt sehr oft halt einfach verkehrt ist, sich direkt unter dem Tief ausstoppen zu lassen, vor allem im DAX, der sowieso immer mal abgrast. Ja, denn lieber, also in vielen Phasen des Marktes ist es gut, dort nicht rauszugehen. Natürlich gibt es auch Tage, wo man dort rausgehen muss, ganz klar. Ja, aber ihr seht jetzt genau jetzt,
das, was ich eigentlich schon also bei dem ersten Trade skizziert habe, läuft jetzt doch. Ich hätte es nicht erwartet, dass es wirklich läuft. Also, dass es so gut läuft, sagen wir es jetzt so, nachdem der Markt hier wieder sich zurückentwickelt hat. Jetzt sind wir sogar da, ne? Stellt euch vor, ihr seid, und wie gesagt, ich meine, ich eben, war ja früher auch in der Situation, dass es mir, jetzt sind wir sogar bei dem ersten Trade hier, ja, wenn man sich den jetzt hier reinholt, den Trade, wir sind jetzt sogar mit dem ersten Trade hier 1,40 Euro noch im Minus. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier den ersten Trade, das mache ich halt auch oft, damit es halt optisch für mich gut aussieht, ich tue mal den in manchen Phasen, so wie in der Phase, würde ich jetzt den, wenn ich jetzt noch mehrere Positionen drin habe, den schlechtesten Trade jetzt beenden. Ich mache das jetzt mal, auch wenn wir noch im Minus sind. Jetzt beende ich hier den schlechtesten Trade. Jetzt rückt mein Einstiegskurs ja hier runter. Ihr seht jetzt, der Durchschnittskurs ist jetzt auf die 12 gerutscht. Ja, und jetzt kann ich hier den Trade dann so entsprechend dann managen. So, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich die Bewegung halt nur herausgenommen aufgrund schlechtes Timing und so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tue, aber also vom Timing her trotzdem in einen guten Trade halt umgewandelt, ja, oder halbwegs guten Trade. Ja, genau, was ich sagen wollte ist, wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten so gehandelt mit einem harten Stop-Loss, dann wären wir ja hier long gewesen und hätten hier unten unseren Stop-Loss gehabt. So, der wäre ja auf alle Fälle geholt, die 11.905. So, und jetzt sehen wir dann halt, danach werden wir ausgestoppt. Und wären wir wirklich tiefer wie 11.95 reingekommen? Wahrscheinlich nicht, sondern wir wären in vielen Fällen wahrscheinlich erst höher reingekommen. Also erst mit Bruch dieser Kerze oder hier oben wieder Neulong. Und ja, wenn es so läuft, wie es hier gelaufen ist, ist es halt ärgerlich. Natürlich, man kann auch immer sagen, man steigt halt wieder neu ein, ist auch legitim, ja. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man so ausgestoppt wird und dann, ja, dass man dann halt, na, dann sieht, wenn der Markt wieder in die Richtung läuft. Also ich habe es früher gehasst, ja, dass ich ausgestoppt wurde und ich immer am schlechtesten Punkt ausgestoppt wurde. Ja. Gut, okay. Ja, der Dirk Hilger ist auch da. Freut mich, Dirk. Falls du irgendwann mal das Wort haben möchtest, melde dich. 11.902 All-in. So. Jetzt war super lehrreich, wie du das managst. Immer wieder schön zu sehen und von dir zu lernen. Vielen Dank fürs Feedback. Ich bin wahrscheinlich auch richtig drin, weil mein Kaffee ist noch über halb voll und wir haben gleich fertig. Also vor allem ist das dann für mich dann interessant. So, ich lasse jetzt den Trade mal so laufen. Ich werde mal so ein bisschen dazu kommen. Es gab einige Fragen, die ich, vielen Dank erstmal auch an den Nelson, der ja hier im Hintergrund auch fleißig beantwortet, die Fragen und ja, die Frage, die andere Fragen, die jetzt mich betreffen, werde ich mal beantworten. Hast du einen Live-Trading-Room? Der ist jetzt nur nach 8 Jahren gerade Geschichte. Ich war halt 8 Jahre lang nicht bei FX Flat gewesen, deswegen konnte ich den nicht bewerben. Ich habe den jetzt gerade just eingestellt. Ja? Also deswegen habe ich jetzt Zeit für auch andere Broker. Ja, also ich hatte den 8 Jahre lang, der lief ja seit 2010 lief der. Man sieht ihn hier noch, da war er mal gewesen. Also hier 4-mal die Woche Live-Trading. Also da habe ich das genauso demonstriert. Ja, leider Seite nicht gefunden. Ich bin nicht mehr aktuell. Ja, von daher ist es erstmal Geschichte, aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, so, hier sind meine Teilnehmer, die auch fleißig schreiben. Also da bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, genau. Ah, schreiben da so ein bisschen. Ja, ja, gut. Okay. So, LIFO ist klar und das Handelsmodell. Da weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Also, was mit Handelsmodell, also LIFO ist klar, aber was mit Handelsmodell gemeint ist, weiß ich jetzt nicht. Hallo Heiko, tradest du mit diesem Ansatz im Forex? Ich selber nicht, aber es kommen Leute auch zu mir und meine Privatcoachings, die lassen sich ausbilden. Ich sage denen auch, ich bin DAX-Spezialist, also ich handle hauptsächlich DAX und Dow oder S&P. Ja, aber ich weiß nicht, ob es im Forex funktioniert, das müsst ihr selber überprüfen. Also
Ich kann es leider nicht sagen. Also zum Beispiel, wir hatten ja letzte Woche das NFP-Webinar gehabt, wo ich ja mein Setup, dieses News Trading Setup vorgestellt habe. Und da muss ich ja sagen, ich habe mal das an jemanden vermittelt und der hat gesagt, ey, das funktioniert bei fast allen Events im FX-Bereich. Ich sage, gut, ist doch schön. Ja, und egal ob jetzt Notenbank-Sitzung Kanada, irgendwo oder keine Ahnung in Schweden, er sagt, das funktioniert und er handelt das halt dort überall. Achso, ich bin nur auf dem iPad, machst alles über okay. Dann gab es so eine. Achso, ja, genau. Also Lust auf ein Live-Trading-Room zurzeit leider nicht. Also ich habe es 8 Jahre gemacht. Ich sag mal so, ein Live-Trading-Room müsste für mich anders laufen. Also wenn ich nochmal sowas eröffne, dann stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern dann steht derjenige, der es mir geschrieben hat, im Mittelpunkt. Ja. Also Genau. Handelsmodell, Also Entschuldigung, dass ich da ja. kurz unterbreche, war bestimmt Ja, Stable to klar, the denke. Future Modus, was auch Ach so, ah standardmäßig ja, eingestellt klar. ist. Ja, gut, ach so, stimmt, klar, steht Handelsmodell, das war mir jetzt gerade, habe ich jetzt, ja. Also bei mir ist Jayo Trader Future Modus eingestellt. Ich wechsle aber auch, muss ich sagen, ab und zu in den Single Modus. Würde ich heute machen, in den Single Modus wechseln, vor allem dann, man muss halt dem Rechnung tragen, wenn man mit großer Size handelt. Der Nelson kann es ja bestätigen. Es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von Stückzahlen, die auf einem Level zur Verfügung stehen. Ja, so. Ich hatte früher auch Zeiten gehabt, wo ich richtig hoch positioniert war im CFD-Bereich, also Richtung 100 CFDs. Und wenn ich da 100 CFDs auf einen Punkt glatt stelle, dann kriege ich Slippage. Ja, also es sei denn, FX Flat würde mir sagen, ja, ihr habt 100 CFDs auf immer auf einem Level stehen. Aber glaube ich auch nicht. Ja. Also das ist bei den wenigsten Brokern der Fall, dass die 100 CFDs auf einem Level stehen haben. Und da würde ich auf den Single-Modus gehen und das dann gestaffelt dann meine Stop-Losses reinstellen. Man kann das aber auch im Future-Modus lassen. Ja, und dann mache ich halt so, dass ich meinen Stop-Loss, man hat ja auf der einen Seite den Stop-Loss dann halt manuell dann halt einstelle. Aber dann bitte, ja, also dass ich dann sage, ich habe mal zum Beispiel, ich hätte jetzt so 100 CFDs drinne, ich will jetzt hier, wenn ich hier den CFD reinstelle, dann gibt es auf alle Fälle durchaus ein bisschen Slippage. Sehr oft, das muss nicht viel sein, aber in einer schnellen Bewegung kann es dann doch ein bisschen mehr werden und dann würde ich dann hier unten dann die Stops dann so reinstellen, also dann sehr nah aneinander ran skalieren und so handeln. Aber wie gesagt, da ich so eine große Size nicht mehr handle, fällt das flach. So, wir haben den Trade hier beendet mit ganz schlechtem Timing und sind sogar unter unserem ersten Einstieg ist sogar ausgestiegen und haben trotzdem 21 Euro verdient. Ja, und es ist halt, wie gesagt, 80% des gesamten Trades ist, also sagen wir so, wenn man total blind im Markt wäre und man würde einfach nur sein Risiko managen in einer Range von 0 bis 150 Euro, ja, dann braucht man über den Markt kaum was zu wissen, sondern nur durch das Management hat man einen Plus-Trade hinbekommen, ja. Und wie gesagt, mit einem harten Stop hätte man auf alle Fälle sicherlich auch 20 Euro verdienen können am Ende des Tages, wenn wir hier nochmal ein, zwei Trades gemacht hätten. Aber wie gesagt, man sieht einfach, was über so Management möglich ist. Das ist die Hauptsache. Ja. Genau. Ja, genau. Das habe ich bei dem, genau. Klasse erklärt und toll dargestellt. Vielen Dank für die Erläuterung. Ja, gerne doch. Ja, das ist meine Aufgabe als Coach auch, das Versuchen so gut wie möglich halt rüberzubringen. Also, wie gesagt, ihr seht, ich nutze ganz einfache Mittel. Man kann, wie gesagt, ich sehe das auch, viele CFD-Trader, die auch mal rechts, links gucken, die da immer auch mal drauf kommen, Mensch, hier Order Flow, das neue Nonplusultra, ja, es geht alles auch ohne, ja, ich muss das nicht sehen. Was natürlich ein hilfreiches Tool ist, was aber im Dings noch besser funktioniert, natürlich im MT5 mit Future-Daten, das ist ja bei FX Flat ja auch möglich, dass man halt sich das Volume Profile anzeigt. Klar ist, das hier ist nur ein Tick Volume Profile, also ein geschätztes Volume Profile. Es kommt aber dem Volume Profile schon recht nah, das muss man schon sagen. Ich habe das Volume Profile als solches auch immer mitlaufen. Und klar ist zum Beispiel hier, ich muss das Volume Profile gar nicht ich muss das gar nicht anmachen, weil ich kann es euch jetzt schon sagen,
Wenn wir jetzt mal uns den heutigen Tageschart hier hernehmen, so, dann wisst ihr ungefähr, ohne dass ihr das Volume Profile seht, kann ich ungefähr sagen, wenn ich hier das Volume Profile hier einzeichne, ich weiß jetzt, muss jetzt mal ein bisschen schätzen, ich weiß gar nicht, wo der DAX heute hier losgegangen ist. Ja, aber dann sieht das Volume Profile ungefähr so aus. Ja, wo haben wir die höchste Schnittmenge? Hier mit der Augen gepeilt, kommt ja ungefähr hier hin, ne? So wird hier ein bisschen kastenmäßig sein. Und dann fällt es hier sehr stark ab. So könnte ich mir das vorstellen. Ja? Also ihr müsst einfach überlegen, wenn ihr diese Werte alle nach links verschiebt, wo habt ihr die höchste Schnittmenge? Ja, da habt ihr oft den Point of Control. Jetzt machen wir mal das Volume Profile hier dazu an. Ja, das ist ja auch eine Erweiterung jetzt in dem hier im Stereo Trader 2.0. So, na. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier oben das nicht mitgenommen, sondern nur das von der Handelszeit, ja, das ist jetzt 10 Uhr, ja, da fehlt das hier oben dann, aber es passt eigentlich. Ja, und den Point of Control habe ich ganz gut geschätzt, ne, der habe ich hier um die E26 gesehen. So. Ja, also von daher, das, wie gesagt, das ist dann kein Hexenwerk. Ne? Also da, wo der Markt sich am längsten aufhält, ist der höchste in fast allen Fällen 99% der höchste Umsatz. Ja, und was halt interessant ist, und das kann sich jeder auch selber denken, ist, die Frage ist nun, wenn das hier die höchste Schnittmenge ist, ja, kann das ein Widerstand sein? Ja, wenn an der höchsten Schnittmenge eher auf der Unterseite gehandelt wird, kann sich die Range verlagern, wird in der, wo die höchste Schnittmenge ist, darüber gehandelt, dann kann sich das Ganze etwas höher wieder schieben. Ne? Und dass hier unten weniger gehandelt wird, wie in der Mitte, ist nun mal auch immer so. Ja. Interessant ist halt einfach nur, diese Stelle hier, also worauf ihr immer mal schauen könnt, ist solche genannten, das nennt sich Volume Low Notes, also dieses hier, das hier. So, wenn ihr euch jetzt hier auch wieder gedanklich einen Strich reinzeichnet, ja, dann seht ihr hier, also wir gehen mal hier hin, so, verschieben das mal. So, wenn wir jetzt hier die 1-Minuten-Kerzen mal zählen würden, sogar hier, vielleicht hier, mal gucken, hier ungefähr, so. Wenn wir hier die 1-Minuten-Kerzen zählen, dann haben wir 1 Minute, vielleicht 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten lang dort mal gehandelt. Ja, und hier unten haben wir ja schon, wenn wir jetzt den hier bei der 11.907 das sehen, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 15 Minuten lang gehandelt. Ja, ja und das ist dann schon interessant. Wie gesagt, hier kann es jetzt durchaus sein, dass halt andere Akteure, nämlich Trader, die nach Volume Profile handeln und dort Business machen, also die Volumen brauchen, benötigen, wenn die hier handeln, dann haben wir den Point of Control aktuell als Widerstandsbereich. Das heißt, wir werden unsere Range höchstwahrscheinlich dann mal so langsam verschieben hierhin. Ja, so, das wird wahrscheinlich so bald sein. Interessant wird es, wenn wir hier drüber ploppen über die 11.928, dann wieder 11.949. Ja. Aber das ist der Fight. Der Fight gerade. Ja. So, jetzt nun endlich, ich habe schon etliche Fragen bekommen bei diesen. Die Einstellungen, also dieser M-Candles-Indikator, da wurde ich jetzt etliche Male gefragt. Also, ihr findet den hier M-Candles. Ich habe den hier abgespeichert. So, ich gebe euch den Link mal, da ladet ihr euch den runter. Chat. So. So, da ladet euch den hier runter. Ja, müsst den hier einmal denn am besten, ich weiß jetzt nicht, ob es ohne mit oder ohne geht, der Dirk, der weiß das sicherlich besser. Dann geht dann hier dieses Fenster auf. Ich drücke dann noch einmal Compilen, so, also auf Compilen, da geht dieses Fenster hier auf. Ob man das jetzt machen muss, weiß ich nicht. Ja, und wenn er dann im MetaTrader hier dann das aktualisiert, also da mit der rechten Maustaste einmal aktualisieren, dann erscheint dieser M-Candles-Indikator, den zieht er euch hier rein in den rein und dann schauen wir uns mal die Einstellungen an. Also das heißt Indikatoren, Einstellungen, so. Und eigentlich dachte ich immer, es ist relativ selbsterklärend. Ja. Also TF ist der Zeitrahmen, wie der Indikator eingestellt wird. Wenn ihr euch einen 5-Minuten-Chart anzeigen lassen wollt, dann müsst ihr dort 5 einstellen. Ich habe jetzt nur die letzten 10 Kerzen zurück, sonst ist das ganze Bild voll. Ihr könnt auch hier 200 machen. Ja, also ich gehe jetzt mal auf OK. Jetzt haben wir hier die letzten 200 Kerzen. Das heißt, ihr seht jetzt hier,
Und das ist bei manchen, denn wenn ich da coache und mache, ist es oft zu bunt. Deswegen habe ich das jetzt dann irgendwann mal eingeführt, dass ich das auch weniger mache. Ne? So. Ja. So. Okay. Genau. So. Und die Farben, die könnt ihr ja frei auswählen. Ne? Die Farben hier editieren. Könnt ihr hier grün, pink, gelb, blau, was auch immer ihr wollt, machen. Ja. Also wie gesagt, das ist dieser Indikator. Ja. Für mich ist er hilfreich. Ich brauche ihn nicht unbedingt, da ich 1 und 5 Minuten Chart eh immer zusammen habe, aber es ist einfach manchmal eine optische Erleichterung. Wenn man vor allem hier sieht, zum Beispiel hier hat man ein Shooting, also einen Doji, und man würde eigentlich über den 5-Minuten-Chart hier einen Short Trade suchen. Ja, dass man dann hier vielleicht den Short Trade auch eingeht, und dann sieht man das noch bestätigt über den 1-Minuten-Chart. Ja, man kann sich da auch den vielleicht als Bar-Chart hier anzeigen lassen, dann kommt das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also ich habe da schon die tollsten Einstellungen bei Tradern gesehen, die zum Beispiel den 5-Minuten-Chart extrem kräftig gemacht haben und den 1-Minuten-Chart da drinnen dann mitlaufen lassen, eher in den Hintergrund stellen. Sie wollen aber nur sehen, wie die 1-Minuten-Kerzen sind, weil sie den Stop-Loss halt über den 1-Minuten-Chart dann eher nachziehen oder so. Also da müsst ihr mal rumprobieren, was euch am besten halt gefällt, ne? Aber wie gesagt, wenn man jetzt sagt, ich handle aus dem 5-Minuten-Chart heraus, dann macht er euch den ganz kräftig. Ja, und dann seht ihr hier, was ich, wenn ihr hier so ein Verkaufssignal dann hier verkaufen wollt. Ja, und man sieht dann, wie das im 1-Minuten-Chart läuft, dann ist es ja vielleicht ganz praktisch halt, ne, sowas zu sehen. Ja. So, also die Range verschiebt sich typischerweise in so einem Tag wie heute. Wie gesagt, eigentlich der Abwärtstrend bleibt erhalten, ja, und das heißt, oben Shorts, unten Longs bleibt weiterhin der Fall. Ja. 11:36 Uhr. Haben wir sonst noch was? Also hier, wie gesagt, das ist das eigentlich, was heute gedanklich den ganzen Tag, also wer sich darüber die Gedanken hat. Ja, ach so, zur Info, der gestrige Tag hier, also wo wir hier sind bei 11.900, das ist auch das Value Area Low vom gestrigen Handelstag. Also wenn man jetzt den gestrigen Handelstag hier nimmt, jetzt muss ich mal gucken. Ach nee, warte, da muss ich ja den anderen Chart aufmachen. So, jetzt holen wir uns hier den nochmal her, machen wir hier mal 30 Minuten Chart. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Hier so. Warte, sorry, ich muss jetzt hier ein bisschen rum. Jo, passt, naja. 11.911 ist er hier. Also im Volume Profile, also im Future Volume Profile ist es 11.901. Ja, hier beim ist es 11.911. Ja. Aber gut. Ja, also hier unten ist halt wenig los gewesen. So. Okay. Jo. Wie gesagt, also ich kann darauf zugreifen. Ja. Gut, also ich hoffe, dass ihr da so ein bisschen mal gesehen habt, wie ich den Stereo-Trader auch anwende. Ne? Also wie gesagt, das ist wichtig, wie ich damit umgehe. Vielleicht jetzt auch heute nicht ganz so prickelnd, weil ich jetzt nicht so viel raus handeln musste. Ne? Also wie gesagt, ich nutze sehr viel die Preisleiter, also hier mich mit Limits reinzubringen. Also ich ballere für mich das dann immer da rein. So, das ist mein Ausdruck. Ja, und Kauf und Market, wie gesagt, und die Positionsgröße passe ich dann halt immer an, wenn ich der Meinung bin, Gas zu geben oder nicht. Ja, so, die Range hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Eine Frage noch: Wie komme ich vom Meta zum Stereo Trader? Also, der Stereo Trader ist ja der Meta Trader, ist ja nur ein sogenannter Expert Advisor, also der das die Handelsoberfläche verändert. Das heißt, entweder, also erstmal Demo-Konto bei FX Flat aufmachen, dann kann man das zeitlich unlimitiert nutzen. Und wenn man sich den runterlädt, dann hat man hier unten den Export Advisor und da den Stereo Trader, und den zieht man sich dann auf den Chart und dann passiert der Rest alles automatisch. Ja, also dafür, dass nichts los war, haben wir ja trotzdem ein bisschen was rausgeholt hier aus dem Markt. Ja.
Kasse sieht jetzt, also BASF immer noch schön im Abwärtstrend. SAP hat sich sehr gut erholt nach dem Durchstich auf der Unterseite, sehr gut. Und der Rest, naja, eiert so rum. Wir sehen es ja auch an der Range. Der Long hier unten hätte mir fast gefallen. Also ich war kurz davor, nochmal zu klickern. Habe es dann aber nicht gemacht. Aber interessant, und das ist das, was jetzt gleich kommen wird, eigentlich viel interessanter ist der, wie macht der Markt die 28 oder wie nimmt er die 28 raus? Und da, das wäre, manchmal ist es auch so, wenn ich sehr viel erzählt habe, kann es auch sein, dass ich vom Konzept her wegkomme. Aber das wäre durchaus so ein Trade, den ich zum Beispiel so handle, dass ich, so jetzt muss ich wieder überlegen, also das ist echt krass im Webinar, ne? Das wäre jetzt ein Trade mit 5 CFDs. Okay, so. Also das heißt, ich würde hierher gehen, drücke die Steuerungstaste und drücke, wenn der Markt da hochläuft, auf die Kauftaste. Das heißt, ich will, ich habe jetzt, das ist sozusagen die, also dass ich mich in den Markt einstoppen lasse und also man kann einfach auch eine Stop-Loss-Order nehmen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Move hier kommt, kann man auch einfach jetzt eine Buy-Stop-Order reinlegen. So ist natürlich auch möglich, ne? So, und ich mache es halt so, kurz davor lege ich aber so eine Order rein, diese MTO-Order. Das heißt, die, wenn jetzt der, jetzt läuft ja hier der Markt nach unten mit, ich zeig's mal. Also diese Order, das hat, jetzt bin ich schon investiert, wollte ich jetzt gar nicht. Die halt über dem, mir fällt der Name nicht ein, ich, grad, das ist echt krass, ne? Da hänge ich gerade schon wieder hinterher. Doc, hilf mir mal, wenn du noch da bist. Mensch, mit Trailing Stop bin ich bescheuert, ey. Eine Buy-Stop-Order, die zum Trailing-Stop wird. Auf alle Fälle, diese Order nutze ich mit einem gewissen Abstand und ich aktiviere sie. Und zwar, was möchte ich gerne machen? Und zwar, ich wollte jetzt eigentlich das nur demonstrieren, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Aber was ich damit sagen möchte oder wo ich damit hin möchte, ja, der war gerade abgelenkt. Jetzt sag mir mal hier die MTO-Order. Ausgesprochen. Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ne? So, normalerweise ist der auch nicht bei mir, stehe ich ein Punkt, sondern drei Punkte ungefähr. Market Trailing Stop, man, bin ich bescheuert, ey. Genau. Also das heißt, man aktiviert die Order. Ich mache die jetzt nochmal rein. Also man kann ja eine Lim, also man kann es ja zwei Arten machen. Man kann jetzt hier eine Limit Pullback nehmen. Das heißt, der Markt läuft jetzt hier runter, trifft sein Limit und dann wird daraus ja diese Stop-Order, ne, die jetzt, wenn der Markt nach unten durchrauscht, der auch mitgeht. So, das Schöne ist beim Dirk, wir können einmal hier einen Abstand definieren, ja. So, jetzt sieht es ja dem, wird es ja, wenn jetzt der Markt hier runterfällt, wird es ja die Limit Pullback-Order mit nach unten wegziehen. Und das ist ja total cool. Und das Gleiche kann ich aber auch mit dieser Market Trailing Stop-Order machen. Das heißt, so, das würde bedeuten, ich sage jetzt, ich erwarte halt ein deutliches Pullback, ich will aber kein Limit eingeben und dann nutzt man die Order, das heißt, man drückt die Shift-Taste und die Kauftaste und sieht jetzt, im Abstand hier von drei Punkten habe ich eine Buy-Stop-Order jetzt aktiviert. So, und das nutze ich, das habe ich bei diesen NFP-Zahlen genutzt. Ja, da nutze ich dann sowas. Und sowas nutze ich auch gerne am Ausbruch, weil ich zeichne das jetzt hier mal ein. Wie gesagt, wir sind jetzt positionstechnisch viel zu hoch positioniert. Ich nutze das vor allem, wenn der Markt kurz hochgeht, zurückkommt und dann durchknallt. Dafür nutze ich das. Dafür nutze ich diese Order aus dem einfachen Grund, wenn der Markt hier oben rausgeht. Also wenn der Markt oben rausgeht, ich zeichne das jetzt mal, lass mal jetzt mal das Ding hier mal laufen. Also der Markt hat ja zwei Möglichkeiten. Also er geht halt raus oder er geht hier so raus und macht diesen. So, wenn ich jetzt diese Market Trading Stop Order eingebe und die hat immer so auch einen etwas größeren Abstand, das heißt, ich warte, bis der Markt ein Tick darüber ist und dann aktiviere ich die Order. Das heißt, der Markt müsste von hier oben nochmal drei Punkte laufen und dann erst werde ich eingestoppt. Ja, dann werde ich erst eingestoppt. Läuft der Markt hier raus, zurück, dann nimmt er mich mit und je nachdem, wie weit er zurückläuft, wenn er hier so weit zurückläuft, dann cancel ich diese Order wieder. Wenn der Markt hier ganz kurz zurückläuft und nicht zu weit zurückläuft, dann lasse ich mich hier einstoppen und dann nehme ich hier den zweiten Ausbruch dann mit auf der Oberseite. So, das ist so mein Deal. Ja. So.
Also wie gesagt, ich nutze sehr, sehr viel diese Preisleiter, also diesen Dom sozusagen, um da im Moment mehr in Ordners drin rumzuhandeln. Also ich wie gesagt, ich nutze entweder das oder natürlich hier oben dieses Terminal für Market Kauf und Verkauf. Das nutze ich hauptsächlich, wenn ich aber nicht mit voller Size halt handle. Ja. Gut, also das war jetzt, wie gesagt, die verkehrte Demonstration, aber es sollte nur zeigen, diese Ordermöglichkeit. Also wenn ihr diese Market Trailing Stop einstellt unter Terminal MTO Trailing Stop Abstand 3 und im DAO mache ich den auf 5 oder 8. Ja, und dann lasse ich mich da gerne mitnehmen. Ja. Und ich möchte aber erst reinkommen. Das Problem ist halt, manchmal ist es halt so schnell, ja, so schnell, dass ich einfach, dass dann diese Stop-Order dann über dem Hoch halt gut ist. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, man legt einfach halt eine Stop-Order dann da drüber rein. Ja. Ja, das ist natürlich auch möglich. Ne? Gut, jetzt sind wir hier unten angekommen. Wie sieht es aus? Ah, die SAP läuft jetzt nach unten. Also hier vorne der Long war ganz gut. Also wäre nochmal gut gekommen. Jetzt muss man mal gucken, ob die Eindeckung kommt. Zum Beispiel sowas würde ich, also echt jetzt zum Beispiel gar nicht machen. Ne? In so einer Range würde ich jetzt keine 15 CFDs handeln. Ja, weil wenn jetzt, und jetzt sind wir genau dabei, was vielen passiert. Das wäre jetzt genau sowas. Jetzt muss man zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, nur als Beispiel, wir werden jetzt in echt wirklich mit 15 CFDs vollgeladen und ich möchte nur 150 riskieren. Jetzt schiebe ich mal den Stop-Loss hier hin auf 150. Der Stop-Loss wäre ja jetzt hier völlig Banane, zwischen Tür und Angel. Ja, ich muss ja den Stop-Loss rein vom Chart her hier unten lassen. So, dann würde man sehen, oh, Stop-Loss 346 Euro ist natürlich das Doppelte von dem, was ich eigentlich wollte. Ja, und wenn man jetzt hier sozusagen nachkauft und über seinem, also viele Trader, die ich kenne, die dann auch mich anfragen und sagen, Mensch, hier Account schön im Verlust. Ja, also schön ist es ja nicht, aber die Mai oder viele Trader neigen dazu halt im Verlust das Risiko so aufzustocken, dass sie über ihre normale Positionsgröße drüber gehen. Das heißt, wenn ich als Trader nur 5 handeln möchte, Maximum, und habe dann 15 drin, habe ich das dreifache Risiko drin. Und damit zerschießen sich ja die meisten Trader ihr Account, weil es macht ja keinen Sinn, den Trade jetzt mit 150 hier zwischen Tür und Angel ausstoppen zu lassen. Wenn der Markt jetzt hier unten anhält, ja, dann wäre es natürlich doof. Problem ist nur, wenn der Markt jetzt hier wirklich hier runter geht, habe ich keinen Credit mehr. Bin jetzt in der Situation, wo sich viele unnötigerweise reinbringen, weil sie mit viel zu hoher Size anfangen. So, wie gesagt, ich kann 15 handeln oder handle auch mal mehr, aber nutze es trotzdem so, dass ich an manchen Tagen, also in so einer Range, fange ich immer mit 1 an. Ja. Ja. Und deswegen, hier habe ich null Managementmöglichkeiten. Und dann ist es so, ich meine, ich erzähle ja aus Erfahrung, ich habe das ja früher genau die Fehler ja auch gemacht. Ja, und dann sitzt man da und dann so, oh fuck, ey, wenn das jetzt da runter geht, dann wird es mit minus 300 ausgestoppt, dann wird man wirklich mit minus 300 ausgestoppt. Und dann läuft der Markt genauso wieder hoch, wie er das vorher schon mal gemacht hat. Aber man muss ja irgendwo dann sagen, Alter, wenn ich es nicht mache, ja, und dann auf einmal wären es 600, 700 Euro und dann hat man seinen Account zerschossen. Ich meine, das ist heute zum Glück nicht mehr so schnell möglich, weil man ja aufgrund der ESMA-Regulierung jetzt mit einem Hebel von 1 zu 20 beschränkt ist. Aber das war ja früher dann ja schon des Öfteren bei vielen Tradern gang und gäbe. Ich war ja gesagt, meine Anfangszeiten sahen auch so aus. Ja, und das muss man erst mal lernen, ne? Und dann steht man da und hier ist man jetzt, wenn man jetzt eigentlich nur 150 riskieren will, und jetzt nur im Ho also hier vorne bei meinem vorhergehenden Trade war ich nie im Hoffnungsmodus, ja, hier hofft man nur, dass das Event, was auch kommen kann, nicht eintritt. Das heißt, man ist hier jetzt handlungsunfähig, wäre man, weil man ja komplett über seinem Limit drüber ist, ja. Also noch nicht komplett, aber wenn man jetzt ein Regelwerk hat, dann hätte ich jetzt mein Regelwerk hier vernachlässigt und dann ist natürlich auch die Frage, wie weit hilft ein Regelwerk? Und jetzt kommt, vielleicht kommt ja noch Richtung 12 Uhr der schlimmste aller schlimmsten Fälle. Der Markt holt uns hier unten ab mit minus 300 Euro. Ich lasse den mal hier auf 300 Euro. Und dann geht es wieder hoch. So, das wäre der schlimmste aller Fälle, der eintreten könnte. Und das wäre genau das, was ja den ein oder anderen Trader durchaus mal widerfährt, mir auch oft genug widerfahren ist. Und wie gesagt, das wäre jetzt mal als Sichtweise,
der klassische Unterschied zwischen ich fange einen Trade an, klein aufzubauen, habe ein schlechtes Timing, baue ihn auf eine Drittelposition, war das ja auch immer nur, versus ich bin jetzt hier total überhebelt, ich bin out of control, ich bin im Hoffnungsmodus, ich hoffe, dass das Event nicht eintritt und dann sagt man ja immer, wenn ich jetzt will ich nur noch plus minus null sehen, das heißt, alle Sinne konzentrieren sich darauf, plus minus null und danach sagt man ja, oh, ich mache das nie wieder. Ja, also wie gesagt, ich habe das ja auch, wie gesagt, früher war das auch bei mir so Zeiten, wo ich das so erleben durfte oder musste. Ja, also ich bin da auch nicht verschont geblieben davon. Aber das ist der Fehler. Also das wäre jetzt das Trade Management verkehrt angewandt, wenn man in so einer Position so drin ist. Ja, der ein oder andere lacht hier gerade im Webinar mit mir mit. Ja, ist genau so ist es, ja. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch, es soll nicht zum Lachen sein, es ist die Realität. Ja, ich kenne mein Trading. Ich habe in den letzten 10 Jahren hunderte Leute gecoacht und es begegnet mir immer wieder und das ist halt dann, weil die meisten zerschießen sich den Account, weil sie im Verlust die Position hochnehmen in der Hoffnung, dass sie wieder in den Gewinn kommen. Und wie gesagt, schaut doch mal an, wie die erste Position, da war nie Hoffen dabei, sondern das war aktives Begleiten einer Position, die halt völlig missraten war, aber wir waren immer handlungsfähig. Ja, und hier ist man nicht mehr handlungsfähig. Ja. Ja. Und wenn man nicht mehr handlungsfähig ist, ist das Thema Hoffnung nur noch da. Und mein Spruch immer bei jedem Coaching-Teilnehmer ist immer, Hoffnung ist der Kutscher der Armut. Ja. Und das Allerschlimmste, und jetzt kommt der allerschlimmste Fehler, den ich als Coach auch oder auch den ich nicht weghandeln kann, das Allerschlimmste ist, wenn man jetzt für diesen Trade noch belohnt wird. Also das heißt, wenn der Trade, für einen Trader, der das nicht weiß, wenn der Trade jetzt noch ins Plus rausgeht und man wird für seine, sozusagen für das Risiko über seinem Limit noch belohnt, ist der schlimmste Fehler, den ich als Coach, wieder rauszubekommen bei einem Trader, ist so extrem schwer. Das ist eine Monsteraufgabe, weil das Gehirn nach dem Belohnungsprinzip nun mal agiert. Und wenn man das ganz primitiv sieht, ja, bekommen wir die Belohnung darüber, dass wir mit unserem Risiko zwar Recht hatten, ja, so nach dem Motto, ach, ist ja egal, ich habe ja einen Plus-Trade gemacht. Aber das Problem ist, an dem Tag, wo das Risiko nicht belohnt wird, ist der Verlust um ein Vielfaches höher, wie das, was wir vorher verdient haben. Und dann ist der Account platt. Ja, also das ist durchaus so. Ja, also wir lassen uns mal hier auch zur neuen Stunde hin ausstoppen. Ich hoffe, dass wir ausgestoppt werden. Ja, und wie gesagt, das ist einer der größten Trading-Sünden, die es gibt, meines Erachtens nach. Nicht das Nachkauf im Verlust ist keine Sünde, sondern wenn man nachkauft im Verlust und man eigentlich oberhalb seines Risikoparameters halt das macht. Ja. Ja. Wie bekommt man das raus aus dem Gehirn? Selbstbestrafung. Ja, also man muss einen entsprechenden Ausgleich schaffen und den Ausgleich schafft man eigentlich nur, indem man sich ein Regelwerk auferlegt, ohne Wenn und Aber, ohne jegliche Ausnahme. Und das muss unangenehm sein. Ja, also man muss, wie beim Raucher, muss man das Gefühl bekommen, wenn ich jetzt eine rauche, dann wird mir schlecht, dann muss ich brechen, dann zieht sich bei mir alles in der Magengegend zusammen und deswegen rauche ich nicht. Also das war bei mir, ich habe es geschafft, mich in diese, also ich habe diese Fehler früher auch gemacht und ich habe halt geschafft, mich in so einer Phase, in so einer Situation zu bringen, dass ich, obwohl das hier Demo ist, ja, mir zieht sich aber in meiner Bauchgegend alles zusammen. Also mir wird richtig schlecht, selbst wenn ich das nur sehe, ja. Obwohl ich gar nicht emotional, aufgrund, dass es ja kein Echtgeld bin, involviert bin, habe ich die ganze Zeit schon ein richtiges, schlechtes Gefühl im Bauch. Ja. Oder Peitsche kaufen, genau. Und oder halt die Frau. Also ich habe einige Trading-Teilnehmer, wo die Frau wirklich das Trading überwacht
Und die dann sagt, so, du hast gegen dein Regelwerk, was du mir hier aufgeschrieben hast, ich habe davon zwar keine Ahnung, aber verlassen, überhebelt, so, das heißt jetzt aussteigen und raus aus dem Trade. So. Also da habe ich wirklich den einen oder anderen Teilnehmer, der da die Frau drüber gucken lässt. Ja. Ja, aber wie gesagt, also mir schmerzt, also ich habe echt Schmerzen hier, ne? Ich kann da schon gar nicht hingucken. Aber wie gesagt, so ist es halt, ja, so passiert das. Und wie gesagt, und der Schmerz wird ja noch umso schlimmer. Ich hoffe vielleicht, dass es wirklich als Anschauungsobjekt reicht. Der Schmerz wird jetzt umso schlimmer, wenn jetzt wir ausgestoppt sind, 300 € Nasse haben und vielleicht um 11:15 Uhr der DAX wieder bei 11.927 steht. Ja. So, ich zeichne mal den Trade ein. Wie gesagt, ich meine, der Trade war ja die Eingang, die Grundlage für den Trade war jetzt ja nicht gegeben, aber wir haben uns da reingebracht in die Situation und das ist die Situation, die wir nicht haben. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Wenn wir einen Trade gehabt hätten, der jetzt genau dazu geführt hätte, dass das hier passiert, dann wäre ich jetzt auch ausgestoppt. Also das heißt, ich hätte meine 100 € auch verloren. Also wenn wir diesen gleichen Trade jetzt vorher nochmal gemacht hätten, dann wäre das hier durchaus nochmal Thema gewesen. Dann wäre ich jetzt hier auch dann gekillt. Also das wäre jetzt die Minute. Wenn es jetzt nach der Minute runtergeht, das wäre mein absolutes Maximum. Natürlich ist es so, man muss hier unterscheiden. Es gibt einige Trades, wo dieses Maximum wirklich auch ausgereizt wird. Es ist nicht immer so, dass es nicht ausgereizt wird. Aber die Fälle für mich persönlich, also mein ganz persönliches Trading ist, die Fälle, wo ich mit diesem Management auch unter dem Tief, also mit dem Softstop im positiven Falle rauskomme, überwiegen bei weitem gegenüber den Trades mit diesem harten Stop. So, das wäre jetzt mein Box-Setup. Ich muss es traden. So, dann gucke ich immer schnell mein Risiko, 16 Punkte, 16 Punkte mal 5, ne, das kann ich überschlagen, bin ich bei 100 €, also gehe ich das dann zum Beispiel mit voller Positionsgröße ein. Ziel dieses Trades ist hier, dahin, so, da muss er hin, Stop-Loss dorthin und wird jetzt gleich dann im 1-Minuten-Chart-Aktion, so, mal gucken, zur vollen Stunde, ob man hier, ob das Box-Setup greift. Das wird es irgendwann mal als Add-on geben, wenn ich mit dem Dirk genug Zeit habe. Mal gucken, ob es durchgeht. Also, Best of von dem Trade wäre, wir, halt, jetzt habe ich hier nochmal den Stop, wäre, dass wir das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze erreichen. Ja, das sind 10 Punkte. Wir gucken uns das hier mal im 5-Minuten-Chart an. Also, da seht ihr, das beste Ziel wäre, dass sozusagen die weiße Kerze jetzt die schwarze Kerze neutralisiert. Das ist mein Setup und das wollen wir versuchen zu automatisieren. Mal gucken, ob es durchgeht. Wie gesagt, und wenn es gut geht, also oftmals, es hat eine recht hohe Trefferquote, das Setup. Hier ist es halt nicht ganz passend, weil der Stop zum Ziel nicht günstig ist. Also das heißt, es ist vom Signal her ein Setup, aber es ist halt vom CAV, also vom Risiko kein so gutes Setup, weil Chance zu Ziel ist nicht ganz so passend, aber ist okay. So, jetzt müssen wir gucken, wie es jetzt auch zur vollen Stunde ausschaut. Wie gesagt, nicht jedes Box-Setup geht durch. Es gibt Tage, da gehen ganz viele durch, ne? Und es gibt halt Tage, da scheitern einige, ne? Aber prinzipiell läuft das Ding jetzt bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Wenn er dann im Plus ist, dann kann man auch im Plus aussteigen. Wenn es im Minus ist, dann wären wir halt im Minus ausgestoppt. Also 80 € wird man hier verlieren. Ja, das wäre dann schon so ein Trade, den man dann schon so handeln kann. Also wie gesagt, Best of, die 14, ja, wenn es richtig gut läuft. So, da warten wir jetzt mal ab, gucken wir mal, wie der Trade hier ausgeht. Und da reicht es auch, wenn man dann nur den 5-Minuten-Chart offen hat. Wie bekommt man Kontakt zu mir? Einfachste Möglichkeit ist über meine Homepage, über die Stereo-Trader-Seite, über skype-trading.de. Kann man, da oben ist die Mail-Adresse, kann man dann entsprechend mich anschreiben. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist die Stereo-Trader-Seite. Da könnt ihr auch dann entsprechend nochmal alles durchlesen zum Stereo-Trader 2.0. Wie gesagt, ich werde hier unten auch nochmal, es kommen noch ein paar mehr Videos. Ich bin aber noch nicht so in dem Modus, dass ich jetzt noch so viel Zeit dafür habe. Aber hier sollen auf meiner Seite nochmal ein paar Sachen kommen und wie gesagt, hier ist nochmal eine ausführliche Erklärung zu den ganzen Tools. Ja. So, was macht mein Box-Setup? Ja, es läuft nicht ganz so.
sollte zügiger laufen. Das ist schon nicht ganz so gut, aber wie gesagt, mal gucken, was ein Plus-Minus jetzt rauskommt bis 12 Uhr. Wir haben noch 45 Sekunden in der Kerze und dann hätten wir doch den Tag recht gut erwischt. Ja, auf den 30-Minuten-Chart bin ich heute gar nicht so eingegangen. Also, es ging eigentlich heute, den ganzen Tag geht es darum, ob wir sozusagen, für mich vielleicht nochmal als Ausblick, wir haben eine intakte Abwärtsbewegung, gestern den kleinen Sell-off, das starke Reverse. Und jetzt geht es eigentlich darum, ob der Markt hier diesen macht. Also das heißt, dass wir hier die Hammerkerze von gestern oder was auch immer das da darstellte, hammerähnliche Kerze, dass wir da nochmal vom Tief aus nach oben kommen. Oder dass so, wie es jetzt hier schon rot eingezeichnet ist, eigentlich der Markt heute hier komplett nach unten fällt. Das war so heute meine Idee. Und wenn es unter die 11.800 geht, dann von mir aus darf es auch bis zum Jahrestief nach unten gehen. Ja. Gut. So, wir sind jetzt fertig. 5 Minuten Kerze ist fertig. Den Trade müsste man, also schließt man plus minus null. Das Risiko würde ich jetzt hier verringern auf minus 25 Euro. Das wäre für mich okay, wenn die erste Minute hier durch ist. Darunter kommt der Stop und wenn es halt wieder runter geht, ist okay. Drinne Ziel wäre jetzt noch für den Trade. Also er hat das Ziel bis dato nicht erreicht. Wenn wir jetzt nochmal die 11.98 knacken sollten, also das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, dann bleibt der Trade noch bestehen. Dann hat er noch Credit. Jetzt müssen wir mal gucken, bis 12.01 Uhr. Da setze ich den Stop dann dahin. Ja, das passt. Also dann bleibt er hier bei 11.900 und dann bleibt das Ziel dann weiterhin hier. Jetzt passt es auch vom CRV 11.917. Also jetzt gucken wir mal hier 11.98 und jetzt gucken wir mal, ob der gute Junge hier die 14 noch holt. Jetzt ist es so, wenn er über die 7 geht, das ist noch eine schöne Funktion, die ich halt total liebe. Also da nochmal vielen Dank an den Dirk. Ich mag es, die Steuerungstaste zu drücken und den Flat-Button hier zu drücken, weil ich da immer die Hälfte verkaufe. Das ist so geil, weil ich muss da mir keine Gedanken drüber machen, dass ich hier erstens zahlenmäßig was einstelle. Ja, also man drückt die Steuerungstaste, tack, und jetzt habe ich ein Drittel, fuck. Nee, alles gut. Wenn du DE30 Mini das Symbol nimmst, dann kannst du da noch viel besser die Stückzahlen entsprechend ja, aufstellen. Dann hättest du auch Ja, 2,5 ja. Euro verkauft. Ah ja, alles klar, okay. Gut, weil ich habe jetzt genau 2,5, ne? 3 habe ich jetzt verkauft, gell? Woran liegt das, An Nelson, dem, du nochmal? musst das Symbol DE30 Mini nehmen. Und dann kannst du auch Ah, okay. 0,1 CFDs handeln. Ah, alles klar, gut, das wusste ich nicht. Okay, ist ja nicht so schlimm, aber da wissen wir das auch, ne? Und jetzt kommt das Ziel in Play, also wie gesagt, Box-Setup, nicht ganz so sauber, also eigentlich ein hässliches Box-Setup, weil normalerweise hat der Trade eine Haltedauer von 4 Minuten. Wir sind jetzt da 1, 2, 3 oder 3 Minuten. Wir sind jetzt 3, 4, 5 Minuten investiert. Mal gucken, ob er noch mein Ziel erreicht. Das wäre natürlich schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Trading gefallen und ja, ihr habt Spaß dran gehabt, mit mir sozusagen den Handel hier gemeinsam zu bestreiten. Wir haben ja noch ein Event am 24. Ne? Am Richtig. 24. Mittwoch. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit mir. Ja, und ja, ich hoffe, dass ihr da nochmal jetzt besser gesehen habt, wie man im kurzfristigen Bereich, das ist für mich vor allem wichtig im kurzfristigen Bereich, wie man Trades managen kann, wie man den Stereo Trader einsetzt, ne? Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Feedback da. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch die Session mit mir, die 2 Stunden gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet auch, ein bisschen was lernen konntet, mich kennenlernen konntet, wie mein Ansatz ist. Ja, und wie gesagt, ist ja vor allem hier zu Demonstrationszwecken das Trading, aber trotzdem versuche ich hier auch zu zeigen, wie man da handeln kann. Ja, alles cool, wa? Ja, gut. Mir hat es auch Spaß gemacht mit euch. Viele interessante Fragen. Und ja, dann kann ich eigentlich abschließend nur sagen, ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Handelstag. Ich entschwinde jetzt in einen Kurzurlaub. Und freue mich dann schon in 2 Wochen dann am Mittwoch ab 10 Uhr, wenn er wieder mit einschaltet. Hoffe ich doch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, ich übergebe mal zurück erstmal an FX Flat und an den Nelson und der kann ja dann auch noch was machen, noch seine abschließenden Worte sagen. Und wie gesagt, ich gehe dann langsam raus aus dem Webinar. Bis dahin, tschüss, euer Heiko.
Ja, vielen Dank, Heiko. Ich kann dem, was im Chat schon geschrieben wurde, nur mich anschließen. Super Webinar heute. Das Feedback ist wirklich 100% positiv und freut mich auch natürlich, dass es dir auch Spaß gemacht hat hier mit uns. Danke an die Teilnehmer selbstverständlich für die Fragen, für die Interaktion. So macht das natürlich für den Referenten auch Spaß. Und wenn ihr weitere Informationen zu Heiko haben wollt, dann besucht doch bitte seine Webseite oder schreibt ihm direkt eine E-Mail. Das wäre natürlich auch super. Ansonsten, die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich versuche alles, dass das heute noch passiert. Und dann können Sie alles nochmal nacharbeiten. Heiko hat ja heute sehr, sehr viel Information gegeben. Wirklich super. Und ja, ich freue mich auch auf das zweite Webinar dann in 14 Tagen. Sie sind ja alle schon angemeldet für den zweiten Termin. Und von daher passen Sie auf Ihre Positionen auf Ihre Trades und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.